Gut, dann willkommen zur 9. Vorlesung in Artificial Intelligence in Automotive Technology. Heute mit dem Thema Convolutional Neural Networks. Ich hoffe, Sie alle verstehen mich. Passt das von der Lautstärke? Letzte Reihe. Alles gut. Gut, dann bleiben wir dabei. Wie gesagt, heute Convolutional Neural Networks als Thema. Kurz vor Weihnachten, ich freue mich, dass Sie alle noch da sind. Einige haben schon angekündigt, dass Sie jetzt auf dem Weg in die Heimat sind. Nichtsdestotrotz finde ich eigentlich, das ist das coolste Thema von den neuronalen Netzwerken. Und umso besser, dass Sie das dann quasi heute live miterleben werden. Im Anschluss danach wieder die Übung. Wir werden die Übung ähnlich wie das letzte Mal gestalten, dass wir da live programmieren werden. Das kam relativ gut an in der Evaluierung. Da sage ich gleich auch nochmal ein bisschen was zu. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie dann natürlich auch für die Übung hier bleiben. Was sind die Lernziele dieser Vorlesung? Sie sollen einerseits verstehen, wie Convolutional Neural Networks funktionieren. Dann sollen Sie verstehen, warum diese so mächtig sind für die Verarbeitung von Bilddaten insbesondere. Dann geht es, am Ende der Vorlesung besprechen wir nochmal verschiedene Optimizer, wie die funktionieren. Dann besprechen wir nochmal ein bisschen, wie wir Daten vorkonditionieren müssen, damit unser Training erfolgreich verläuft. Und wir schauen uns noch einmal an, wie wir Dimensionen in einem Convolutional Neural Network bestimmen, beziehungsweise die Gewichtsmatrizen dimensionieren müssen, damit wir da auch vernünftig rechnen können. Dann in der Übung werden wir dann ein Convolutional Neural Network tatsächlich wieder programmieren und wir werden die Gewichte visualisieren und auch die Aktivierungslayer, was damit sich auf sich hat, da kommen wir dann in der Übung zu. Gut, die Übersicht für heute, wie gesagt, Convolutional Neural Networks das Thema. Am Anfang eine kleine Motivation, dann besprechen wir erstmal, was sind Convolutional Neural Networks überhaupt. Dann geht es an die Dimensionen, an Themen wie Padding und Stride. Dann gucken wir uns eine andere Layer-Art an, das sind die sogenannten Pooling-Layer, warum wir die brauchen. Dann gucken wir uns nochmal CNNs in Aktion an und wie gesagt dann diese beiden Advanced Topics. Da gibt es noch mehr Advanced Topics, aber wahrscheinlich reicht da unsere Zeit nicht für. Deswegen beschränken wir uns jetzt erstmal nur auf den Optimizer und wie wir die Daten formatieren müssen. Gehen wir erstmal wieder einen Schritt zum letzten Mal. Also die letzte Hausaufgabe, da sollten Sie ja programmieren. Und wir hatten ja bereits in der ersten Vorlesung angekündigt, dass Sie diesen Check-Button bitte nicht drücken sollen, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Ihre Lösung hundertprozentig richtig ist. Weil sobald Sie diesen Check-Button gedrückt haben, ist diese Lösung gespeichert und alles andere, was danach kommt, selbst wenn es richtig ist, wird nicht mehr als richtig akzeptiert. Also diesen Check-Button nur einmal drücken und auch nur dann, wenn Sie wirklich sicher sind, dass das, was Sie da abgeben möchten, auch die richtige Lösung ist. In der Hausaufgabe werden Sie wieder programmieren müssen. Ich hatte einige E-Mails, die kamen, weil Ihre Lösung korrekt war, aber als inkorrekt angezeigt wurde, das liegt genau hieran. Und die Aufgabe gab 5 Punkte. Ich glaube, diesmal gibt sie 6 oder 7 sogar. Und drücken Sie bitte nicht diesen Knopf. Dann muss ich ganz kurz, na gut, bleiben wir dabei. Dann möchte ich nur ganz kurz auf die Evaluierung der letzten Vorlesung eingehen. Wir haben ja 450 Studenten eingeschrieben, aber nur 10 Studenten haben evaluiert. Also ich habe letztes Mal nicht explizit darauf hingewiesen, aber diese Evaluierung ist einfach extrem wichtig für uns. Wie Sie ja wissen, machen wir die Vorlesung jetzt zum ersten Mal und wir brauchen einfach das Feedback von Ihnen, damit wir die Vorlesung kontinuierlich verbessern können. Da gab es einige Sachen, die negativ aufgefallen sind. Ein paar persönlich, also die Erklärungen am Anfang der letzten Vorlesung waren relativ gut und relativ ausführlich, aber am Ende wurde es ein bisschen zu schnell. Davon profitieren Sie jetzt nicht mehr, aber die nächste Vorlesung werden wir natürlich dementsprechend anpassen, dass wir einfach die Erklärung am Ende ein bisschen, zumindest für das letzte Thema, ein bisschen ausführlicher machen. Ein anderer Student hat sich über das Design der Folien ein bisschen beschwert, da bin ich mir nicht ganz sicher, Backpropagation ist nicht so schön visuell darzustellen, aber wir werden auch da natürlich gucken, wie wir da die Folien für das nächste Mal verbessern können.
7 von diesen 10 Studenten fanden die Übung sehr gut und dementsprechend habe ich jetzt die Übung, die wir dieses Mal machen werden, genauso gestaltet. Und wir werden das jetzt in dem Format machen, dass Sie jetzt nicht wie letztes Mal quasi die Musterlösung schon von herab haben. Sie kriegen das, womit ich in der Übung anfange, kriegen Sie auch und können dann quasi parallel programmieren oder auch zu Hause nachprogrammieren. Und die Finished Version, die kriegen Sie dann am Ende der, beziehungsweise am Anfang der nächsten Vorlesung. Und ein Student hatte dann noch die Idee, dass wir am Anfang der Vorlesung, also am Anfang des Semesters, quasi ein Jupyter Notebook aufsetzen, wo wir alle Bibliotheken einmal einbinden, die wir brauchen werden, um damit man sich damit nicht jedes Mal wieder neu plagen muss. Werden wir machen, wahrscheinlich. Können wir jetzt nicht mehr machen, weil die Vorlesung hat natürlich auch schon begonnen. Und dadurch, dass wir am Anfang des Semesters noch nicht alle Übungen fertig hatten, war auch noch nicht ganz sicher, welche Bibliotheken wir überhaupt insgesamt verwenden werden. Profitieren Sie jetzt natürlich auch nicht von, aber es ist auf jeden Fall Feedback, dass wenn Sie das abgeben, haben die nächsten Studenten wenigstens etwas davon. Und jetzt in der Übung können wir das natürlich auch weiter verwenden, weil ich jetzt einfach die Übung aufgrund des Feedbacks ähnlich gestaltet habe wie das letzte Mal. Als Wiederholung vom letzten Mal, wie gesagt, wir hatten den Computational Graph besprochen und hatten daran dann das Backpropagation an einen Neuron hergeleitet. Sie sollten auf jeden Fall mitgenommen haben, wie Sie diese Gradienten multiplizieren, und das war tatsächlich nur den Upstream Gradient mal den Ableitungen mal nehmen, und mehr war es ja eigentlich im Endeffekt nicht. Und das Ganze hatten wir dann natürlich für ein neuronales Netzwerk nochmal angesprochen, wo Sie im Endeffekt das Gleiche machen müssen. Und das kam in der Hausaufgabe eigentlich auch ziemlich gut raus, dass die meisten das dann verstanden hatten. Dann hatten wir noch Aktivierungsfunktionen besprochen, die brauchen Sie immer, wenn Sie neuronale Netzwerke programmieren, da kommen Sie eigentlich nicht dran vorbei, weil Sie müssen immer eine Aktivierungsfunktion mitgeben. Da sollten Sie wissen, was sind die Vor- und Nachteile, ein bisschen, wann verwendet man die Aktivierungsfunktionen. Und natürlich die Relo-Aktivierungsfunktion sollte Ihnen ein Begriff sein, aber auch der Sigmoid oder Softmax für die letzten Layer. Dann kommen wir zur Motivation von, warum machen wir Convolution Neural Networks überhaupt? Und wie Sie ja alle wissen, Video spielt in unserem Leben eine enorm große Rolle. Wir alle gucken YouTube und Netflix und Amazon Prime, Sky Video, wir FaceTimen und nehmen Videos auf, auch in der Security spielt es einmal eine größere Rolle. Und einfach, wir haben eine Menge Videodaten, die wir irgendwie verarbeiten wollen. Und das Ganze geht auch in dieser Studie hervor von der Firma Reuters, die sich mal den Internet-Traffic in der letzten Jahre angeschaut hat, und das ist hier der gesamte Internet-Traffic der Welt, und wir sehen, dass von diesem Internet-Traffic ungefähr 60% einfach nur Internet-Video sind. Also eine enorme Datenmenge, das sind 100.000 Terabyte, also 100 Petabytes im Endeffekt, und wenn man sich das noch einmal visualisiert, dann ist das ungefähr eine Zahl mit 14 Nullen, also eine enorme Menge an Bytes. Und es ist einfach eine enorme Menge an Daten, die wir irgendwie verstehen wollen, und vor allen Dingen Bilddaten sind in der Zukunft enorm interessant, auch für die Computational Intelligence. Dann auf YouTube gibt es eine interessante Website, YouTube Every Second heißt die, wenn Sie die aufrufen, dann könnten wir sogar rein theoretisch machen, müsste ich einmal die Vorlesung ganz kurz beenden für. Und nicht den Link verschieben. Da, das ist was anderes. Ja, wenn man das Netzwerkkabel angesteckt hätte oder mit Eduroam verbunden wäre. Gut, dass es jetzt auffällt, weil das brauchen wir hinterher auch nochmal. Sonst können wir die Übung nicht machen. Gut, also die Website zählt quasi eigentlich Sekunden hoch und man sieht, was bei YouTube quasi gerade passiert. In diesen 10 Sekunden, also so schnell kann ich jetzt gar nicht erzählen, weil die Zahlen verändern sich ständig, aber wir haben fast 1 Million Views in 20 Sekunden, da wurden 150 Stunden Video fast hochgeladen, und das ist einfach eine Datenmenge, die kann sich kein Mensch in dieser Zeit angucken. YouTube wiederum möchte aber diese Daten natürlich verstehen und Ihnen das ideale Video vorschlagen, was Sie sich als nächstes anschauen
schauen soll. Natürlich hier wegen dem Revenue. Also es geht eigentlich nur darum, um Geld zu verdienen. Sie soll so lange wie möglich und so viel Zeit wie möglich auf YouTube verbringen. Also auch hier haben wir eine enorme Datenmenge, die wir verstehen wollen. Und auch da spielen solche Algorithmen mittlerweile eine große Rolle. Kommen wir zurück zur Fahrzeugtechnik. Wenn wir uns vier hochautomatisierte Fahrzeuge einmal anschauen, da sind die populärsten jetzt hier mal aufgelistet, also Uber kennen Sie, Waymo kennen Sie, Nvidia kennen Sie, Zoox vielleicht nicht, ist ein Startup aus den USA, hat ein enorm großes Funding bekommen und alle diese Fahrzeuge sind mit einer Vielzahl von Kameras ausgestattet. Also allein beim Uber-Auto sehen wir sechs hier vorne, beim Waymo wissen wir es nicht genau, aber hier sind auch einige Kameras. Beim Nvidia haben wir hier mindestens 10, die ich gerade sehe. Und es sind einfach extrem viele Videodaten, die der Computer verarbeiten muss. Und wir brauchen ja diese Daten in Echtzeit. Also wir wollen nicht erst ein Bild reinkriegen, dann 10 Minuten rechnen und dann das Ergebnis dieses Bildes kriegen, sondern wir brauchen die Daten, also das Ergebnis von dieser Verarbeitung sofort. Und da geht es dann darum, wirklich schnelle Algorithmen zu entwickeln. Und auch hier kommen Convolutional Neural Networks ins Spiel. Die Bilderkennung an sich, wissen Sie vielleicht aus den anderen Vorlesungen schon, ist schon relativ alt. Also es gab 2006 bis 2012 gab es den Pascal Visual Object Challenge Wettbewerb. Da ging es einfach nur darum, Bilder zu klassifizieren. Und wir sehen hier die durchschnittliche Genauigkeit dieser, der Algorithmen, die man damals verwendet hat. Und wir sehen eine Genauigkeit von ungefähr 37,5%, was ungefähr eine 60-prozentige Fehlerquote entspricht. Und damals hat man schon festgestellt, dass diese Algorithmen relativ stark von der Datenmenge abhängig sind und man hat ein neues Datenset erstellt, das sogenannte ImageNet und auf diesem Basis dieses Datensets dann auch einen neuen Wettbewerb ins Leben gerufen. Und dieser Wettbewerb bestand im Endeffekt darin, wieder Bilder zu kategorisieren. Also hier ist so ein Ausschnitt aus dem Datenset, den sehen Sie hier rechts und wir sehen, für jede Kategorie gibt es einige Bilder und der Algorithmus sollte halt vorhersagen, was ist auf einem Bild zu sehen. Und hier beim Leoparden sieht man es relativ gut, also hier ist die Vorhersage von dem Algorithmus und beim Leopard ist sich der Algorithmus relativ sicher, es ist ein Leopard. Hier beim Mushroom zum Beispiel ist es nur noch Agrar an erster Stelle, aber an zweiter Stelle schon wieder der Mushroom. Und wir sehen jetzt hier bei den Ergebnissen, das ist jetzt nicht die Genauigkeit, sondern die Fehlerrate umgedreht, dass die konventionellen Methoden im Jahr 2010, 2011 immer noch bei so einer, bei so einer Fehlerrate von 30% lagen. Relativ gut sogar, aber im Jahr 2012 kam dann das erste Convolutional Neural Network mit ins Spiel und hat dann direkt die Fehlerrate halbiert. Das ging dann Jahre so weiter, also ZFNet im Jahr 2013 diesen Wettbewerb gewonnen und dann in den nächsten Jahren wurde die Fehlerrate weiter deutlich reduziert. 2014 ist dann auch Google mit ins Spiel eingestiegen, 2015 Microsoft und da war dann auch das erste neuronale Netz, was eine übermenschliche Genauigkeit in diesem Wettbewerb erreicht hat. Was tatsächlich erstaunlich ist, das liegt unter anderem daran, es gibt anscheinend so Hunderassen, die haben auf dem linken Auge einen Fleck, nicht auf dem rechten Auge, das hat eine andere Hunderasse und das konnte der Mensch nicht mehr auseinanderhalten, aber der Algorithmus hat das tatsächlich noch diese Flecken auseinanderhalten können. Also solche Sachen, vor allem auch bei 22.000 Kategorien, da ist einfach ein Algorithmus dann mittlerweile unschlagbar. Gut, Convolutional Networks gab es jetzt schon vor 2012, vor dem AlexNet, was das erste Mal diesen Wettbewerb gewonnen hat. Die gab es schon 1998, wurden die ersten vorgestellt, aber tatsächlich wurden die erst 2012 populär, dadurch, dass einerseits dieses große Datenset vorhanden war, aber auch andererseits die Rechenleistung, also vor allem Grafikkarten im genaueren. Was können Convolutional Networks noch machen heutzutage? Wissen Sie, Bilder, also Objekterkennung, mittlerweile geht es nicht mehr darum zu sagen, was ist auf einem Objekt, sondern was ist in Subsystemen von diesem Objekt. Also hier sieht man schon Auto, Mensch und so weiter. Semantische Segmentierung gucken wir, das ist eigentlich das, was wir letzte Woche schon gemacht haben. Also wir haben ja Eingangsbild rein, Eingangsbild raus und wir wollten sehen pro Pixel, worum handelt es sich in diesem Pixel. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Stern oder das ist kein Stern. Machen wir diese Woche wieder. Und was kann man natürlich noch machen? Also es gibt unendlich viele Anwendungsfälle, Galaxien erkennen, neue Sterne entdecken oder Schilderkennung und so weiter.
Was vielleicht eines der wichtigsten Themen ist, die Sie interessieren sollte, ist, Convolutional Networks können Sie sogar reich machen. Im Oktober diesen Jahres wurde das erste Bild verkauft für $432.500, was von einem neuronalen Netz gemalt wurde. Und da fragt man sich, ja, kann so ein Netz kreativ sein? Wie definiert man Kreativität von so einem Algorithmus? Und wenn Sie sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen, könnte es auch sein, dass Sie vielleicht der nächste digitale Picasso werden oder einfach ein Netz machen, was für Sie irgendwelche interessanten Bilder malt. Wenn man sich Google Trends jetzt einmal anschaut, Convolutional Neural Networks, wie gesagt, 2012 irgendwo hier war dieser erste Wettbewerb, dann ist der Trend relativ hoch. Also bei Google Trends betrachtet man ja immer nur die relative Änderung. Und wir sehen auf jeden Fall hier in den letzten Jahren so einen Peak. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das liegt daran, dass neuronale Netze an sich sehr stark im Kommen sind. Gut, dann können wir auch uns einmal das Thema neuronale Netze an sich anschauen. Und wir sehen, die neuronalen Netze waren eigentlich schon immer relativ konstant im Interesse, sind hier ein bisschen gestiegen. Und dieser Anstieg, der verläuft tatsächlich relativ genau dem Verlauf mit dem Convolutional Neural Network. Also die Convolutional Neural Networks sind auf jeden Fall auch mit dafür verantwortlich, dass das Interesse an neuronalen Netzen insgesamt steigt. Also man sieht auch, dass das Thema flacht nicht ab, es steigt sogar eher an, es ist noch brandaktuell und da hat es man auf jeden Fall noch nicht ausgeforscht. Zur Introduction kommen wir jetzt. Was sind eigentlich Convolutional Neural Networks? Jetzt habe ich Ihnen alles die ganze Zeit vorgestellt, ja, was kann man damit machen, warum brauchen wir die, warum sind die so toll? Die Frage ist, was sind jetzt eigentlich Convolutional Neural Networks, wie funktionieren diese und warum brauchen wir die? Gehen wir erstmal auf die letzte Frage ein, warum brauchen wir Convolutional Neural Networks? Nehmen wir an, wir hatten einen Fully Connected Layer, das haben Sie letztes Mal schon kennengelernt. Und da wissen Sie ja, dass Sie jedes Eingangsneuron mit jedem Ausgangsneuron verbinden. Und wenn wir hier einmal die Gewichte einzeichnen, dann sehen Sie, wir haben schon eine relativ große Anzahl an Gewichten und diese Gewichte müssen wir irgendwo in unserem Speicher speichern. Das kann man einmal ausrechnen, also wir wissen ja, unser Eingangsvektor hat die Dimension 1×81, dadurch, dass wir dieses Bild ja stacken. Unser Ausgangsvektor hat die Dimension 1×25 und dadurch ergibt sich unsere Gewichtsmatrix als eine Dimension 81×25. Das heißt, wir haben 9×9×5×5 gleich 2025 Parameter. Gut, was ist dann in Speicher ungefähr ausgedrückt? Das sind ungefähr 8 Kilobyte Speicher. Also etwas, was wir relativ gut speichern können. Wie gesagt, letzte Woche hatten wir ein neuronales Netz programmiert, ein Fully Connected. Ich glaube, das war 20×20. Da war noch die Batch Size mit drin, mal 3. Und das war Eingangslayer um den Dreh. Und der andere war auch, glaube ich, 20×20. Mal 1, also eine deutlich größere Anzahl. Also mit diesem Fully Connected Layer kommen wir noch relativ gut aus. Wie sieht das Ganze aus? Jetzt verdoppeln wir einfach mal die Dimension. Dann sieht das Ganze schon ungefähr so aus. Also wir haben schon deutlich mehr Gewichte und dadurch, dass es alles mal 2 drin ist, vervielfacht sich im Endeffekt die Gewichtsanzahl. Auch hier können wir wieder unseren Speicherbedarf ausrechnen und kommen jetzt ungefähr auf 0,1296 Megabyte, also eigentlich immer noch eine relativ überschaubare Größe. Wenn wir jetzt aber mal diese 18×18 Pixel hier genauer anschauen, dann habe ich Ihnen jetzt mal diese 18×18 Pixel hier aufgezeichnet und dieser große weiße Rahmen, den Sie sehen, das ist ein Full-HD-Bild. Also es ist eigentlich tatsächlich nur ein relativ kleiner Bereich von so einem Full-HD-Bild, was mittlerweile ja eigentlich Standard ist. Und wir wollen ja nicht nur diesen kleinen Bereich verstehen, wir wollen ja eigentlich das ganze Bild verstehen. Und die Frage ist, ja, sagen wir mal, wir tun ein Full-HD-Bild in unser neuronales Netz rein, aber wir wollen, dass wieder ein Full-HD-Bild rauskommt. Wie würde dann da die Gewichtsmatrix aussehen? Und wie groß wäre die? Das kann man sich mit dem gleichen Verfahren einmal ausrechnen. Und wenn wir alle diese Gewichte einmal speichern wollen würden, dann würden wir auf 154 Terabyte kommen. Und auf Basis der Internetdaten, die ich Ihnen vor ein paar Folien vorgestellt habe, ist das der Internetverbrauch von 12.800 Leuten in einem Jahr. Also nur um dieses eine Layer in einem Fully Connected Netzwerk speichern,
zu können, bräuchte man 154 Terabyte RAM. Und das bringt einfach kein Rechner der Welt, hat so viel Arbeitsspeicher zur Verfügung. Normaler Rechner 8 GB, vielleicht 32 oder 16. Sie wollen das Ganze auf der Grafikkarte machen, 12 GB. Und Sie könnten dieses Layer rein theoretisch nicht mal abspeichern. Und wenn Sie probieren, das zu programmieren und auch in TensorFlow größere Fully Connected Netzwerke programmieren, dann wird Ihnen TensorFlow relativ häufig einen Fehler schmeißen, weil einfach der Speicher auf der Grafikkarte nicht ausreicht, um dieses Netzwerk abzuspeichern. Also im Endeffekt für die Verarbeitung von Bildern brauchen wir irgendeinen anderen Algorithmus und das sind quasi die Convolutional Neural Networks. Ich muss einmal ganz kurz hier umschalten auf den erweiterten Modus. Und hoffen, dass das noch so bleibt, wie es soll. Gut. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück ins Jahr 1959. Warum gucken wir uns jetzt ein Experiment aus dem Jahr 1959 an? Und zwar haben die Herren Hubel und Wiesel damals Tierversuche durchgeführt. Wir distanzieren uns von Tierversuchen. Das war damals einfach noch eine andere Zeit. Heutzutage könnte man das nicht machen und man würde es auch einfach nicht tun. Aber nichtsdestotrotz konnte man damals schon tatsächlich erste Erkenntnisse gewinnen, wie das menschliche Gehirn oder ein animalisches Gehirn die visuelle Anreize versteht. Was haben die beiden Herren gemacht? Die haben tatsächlich den Schädel von einer Katze aufgeschnitten und eine Elektrode an ein einzelnes Neuron, an ein Neuron im visuellen Kortex angehangen. Und sie haben der Katze Bilder gezeigt und dann geguckt, wie reagiert die Aktivierung von dieser, wie wird dieses Neuron aktiviert. Und davon gibt es tatsächlich noch Videos, ist jetzt nicht in der besten Qualität, gegeben dadurch, dass das Video vor 60 Jahren fast aufgenommen wurde, vor 50 Jahren. Und dieses Video schauen wir uns einmal an. Was wir hier jetzt sehen, ist das Bild, was die Katze sieht. Also wir hören die Aktivierung von den Neuronen, aber wir sehen das, was die Katze sieht. Und der Katze wird jetzt einfach so ein heller Streifen gezeichnet und anscheinend reagiert dieses Neuron irgendwie auf diesen hellen Streifen. Das Auge ist fixiert, das heißt, die Katze guckt immer an die gleiche Stelle. Und anscheinend reagiert dieses Neuron nur auf das Weichen, genau an dieser einen Stelle. Also anscheinend ist dieses Neuron nur dafür verantwortlich, genau diesen weißen Streifen zu erkennen. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne in die Tür. Man kann diesen Beitrag wieder bewegen, aber hier sehen wir ja, das Neuron reagiert darauf. Und es reagiert tatsächlich nur auf weiße Streifen, also wenn wir jetzt so einen großen weißen Bereich nehmen, dann reagiert es auch schon wieder nicht drauf. Also es muss tatsächlich genau diese Form und genau diesen Bereich sein. Dann haben die weitere Experimente gemacht, das ist das ein anderes Neuron, das ist nicht mehr das gleiche Neuron wie vorher. Und dieses Neuron reagiert auf diese Streifen in diesem Bereich. Einer Bewegung. Also diese Linie muss sich durch diesen Bereich durchbewegen, dafür ist es nur so verantwortlich, das geht auch noch seitlich ein bisschen. Aber also vertikal ist. Also wir haben irgendwo so Neuronen, die tatsächlich so eine Art Kantendetektion bei uns im Gehirn machen, ohne dass sie das mitkriegen. Also das ist wirklich auf der untersten Ebene, macht unser Auge jetzt erstmal eigentlich nichts anderes, als so helle Kanten zu erkennen, dann Kanten mit Bewegung und so weiter. Und die beiden Herren haben damals drei Zellen festgestellt. Es gibt einmal die Simple Cells, die einfach nur
auf Licht mit einer Orientierung reagiert. Dann gibt es die komplexeren Zellen, die auf Licht mit einer Orientierung und einer Bewegung reagiert. Und es gibt die Hyperkomplex-Zelle, die haben wir jetzt nicht gesehen, ist am Ende für ein Video. Und die reagiert auf, hat sogar noch bei der Bewegung definierte Endpunkte. Und Sie könnten natürlich immer wieder andere Neuronen auswählen und würden dann andere Kanten erkennen. Das war jetzt, die Kante war jetzt ja diagonal. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die horizontal, vertikal und in anderen Orientierungen liegen. Jetzt möchte ich, dass Sie diesen Gedanken einmal festhalten, weil wir machen jetzt wieder einen Cut und gucken uns ein anderes Thema an. Und in der Vorlesung wird dieser Gedanke nochmal aufgegriffen und ich glaube, Sie werden dann auch erkennen, wann. Was ist jetzt Convolution? Also Convolution ist eine mathematische Operation und beschreibt die Faltung von zwei Funktionen. Und es gibt den Convolution Operator, der wird quasi durch dieses Integral aufgegriffen. Und das ist jetzt nicht ganz intuitiv, was man da darunter verstehen kann. Und deswegen gibt es eigentlich eine relativ schöne grafische Ansicht. Und zwar beschreibt die Convolution das Ergebnis davon, wenn man zwei Funktionen übereinander schiebt und sich die gemeinsame Fläche dieser beiden Funktionen anschaut. Also wir sehen, wir schieben diese beiden Funktionen übereinander und die Convolution ist im Endeffekt die eine Funktion ist das blaue Rechteck, die andere Funktion ist das rote Rechteck, die gemeinsame Fläche ist der gelbe Bereich und das Ergebnis dieser Convolution ist der schwarze Bereich. Und wir sehen, in dem Bereich der größten Gemeinsamkeit, der größten Überschneidung dieser Fläche ist auch das Ergebnis der Convolution am größten. Was das bedeutet im Endeffekt, da wo die Funktionen am ähnlichsten sind, ist das Ergebnis der Convolution halt auch am größten. Das Ganze kann man auch nochmal für ein anderes Bild machen, beziehungsweise für zwei andere Funktionen. Jetzt haben wir wieder diese Rechteckfunktion und da haben wir diese umgedrehte E-Funktion ungefähr. Und auch hier sehen wir am Anfang eine Steigerung von diesem gemeinsamen Bereich und am Ende wird dieser Bereich kleiner und deswegen nimmt diese Convolution ab. Das Ganze können wir auch nochmal mathematisch ausdrücken für zweidimensional, dann ist es quasi diese Summe der diskreten Punkte. Und genau dafür ist das genau quasi der Fall, den wir betrachten würden, wenn wir das mit dem neuronalen Netzwerk machen. Ich muss mich tatsächlich nochmal entschuldigen, weil ich wieder in den anderen Modus zurück muss, sonst funktioniert der Stift nicht. Hoffen wir mal, ist der Stift jetzt wieder. Ja, jetzt tut es der Stift wieder. Also, dann machen wir das so. Und nichts anderes machen wir jetzt eigentlich mit unserem neuronalen Netz, beziehungsweise mit unserem Convolutional Layer. Also wir haben hier einen Eingangslayer L und das ist äquivalent zu unserer Funktion F von eben. Und wir haben einen Filter W und das ist analog zu unserer Funktion G, die wir eben hatten. Und was wir jetzt machen, ist, wir schieben diesen Filter über unseren Eingangslayer und gucken uns an, wo ist da die Ähnlichkeit. Wie machen wir das? Also am ersten Schritt sieht es hier so aus, also wir gucken uns an, wie ähnlich ist dieser Bereich mit diesem Bereich und im nächsten Schritt gucken wir uns dann den nächsten Bereich mit diesem Bereich an und diese Ähnlichkeit speichern wir dann quasi hier in dieser Aktivierungskarte beziehungsweise in unserem Ausgangslayer L2. Das Ganze sieht mathematisch so aus, es ist im Endeffekt einfach nur eine Addition von Multiplikation und was Sie hier machen, ist, wenn Sie an dieser Stelle sind, dann für diesen 3×3-Filter gucken Sie ja den Bereich an und diesen Bereich und jetzt haben wir hier diese Multiplikation von dem Wert im ersten Layer mal dem Gewicht, was hier drin steht. Also Sie multiplizieren den Wert mit dem hier, multiplizieren den Wert mit dem hier, den Wert mit dem hier
und so weiter, bis sie diese Multiplikation neunmal gemacht haben, addieren das alles auf, also sie haben dann eine Summe aus 9 Produkten hier stehen, addieren dann auch ihren Bias hinzu, also kommen da von außen dann da drauf und nehmen dann ihre Aktivierungsfunktion und geben das Ergebnis hier rein. Gut, jetzt ist das ein bisschen, beziehungsweise jetzt sehen Sie schon, dass unsere Gewichtsmatrix jetzt nur aus diesen 3x3 Gewichten besteht, also aus den 9 Gewichten und davon haben wir, das können wir natürlich wieder speichern und wir würden jetzt hier nur 36 Byte verbrauchen und wenn wir das für ein Full-HD-Bild machen würden, würden wir auch wieder nur 36 Byte verbrauchen, weil dieser Filter sich nicht ändert. Jetzt fragen Sie sich, was soll das Ganze? Und zwar können wir uns jetzt vorstellen, nehmen wir an, der Filter sieht so aus, also wir haben hier diese Diagonale und wir multiplizieren, also wenn jetzt zum Beispiel schwarz ein Wert von 10 wäre und weiß wäre ein Wert von 0 und hier wäre das gleiche, schwarz wäre ein Wert von 10 und weiß wäre ein Wert von 0 in diesem Beispiel, dann würden wir sehen, dass wir den hier mit denen multiplizieren, würde da 100 rauskommen. Und wenn wir den Wert mit dem hier unten multiplizieren, wäre das auch 100. Und wenn wir den Wert mit dem da unten multiplizieren, wäre das auch 100. Und wenn wir all diese Additionen, wenn wir all diese Multiplikationen aufaddieren, wir könnten natürlich hier 0 mit 0 multiplizieren und da auch 0 mit 0, würde im Endeffekt da 300 rauskommen. Da würden wir unseren Bias, wie gesagt, noch hinzuaddieren und davon die Aktivierungsfunktion. Aber Sie sehen, wenn der Filter und der Bereich in dem Aktivierungslayer ähnlich sind, dann ist die Aktivierung hier hinten sehr groß. Einfach allein dadurch, dass wir einen hohen Wert mit einem anderen hohen Wert multiplizieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier hinten wären, da ist die Aktivierung 0, hier stehen ja einfach 0, also wir multiplizieren 0 mit 0, also 0 mit 100, 0 und so weiter, also ist die Aktivierung hier immer noch 0. Und das Ganze machen wir, wie gesagt, für den ganzen Bereich. Also wir gehen hier für jede Reihe einmal durch und erhalten dadurch im Endeffekt unsere Aktivierungskarte. Das Ganze wird ein bisschen deutlicher, wenn wir uns jetzt dieses Bild einmal anschauen. Also jetzt haben wir unseren Filter, der hier diese Diagonale hat. Und wir schieben den jetzt über diese Aktivierungskarte. Und wie wir eben gesehen haben, wäre die Aktivierung an dieser Diagonale sehr groß, einfach weil diese Ähnlichkeit dieser beiden Filter beziehungsweise des Ein- und Ausgangs da ist. Also wir würden ja um das Neuron zum Beispiel bestimmen, Ausgangslayer, würden wir diesen Filter hier nehmen und mit dem Bereich multiplizieren. Also in dem Bereich hätten wir wieder hier die 100, da wäre die 100 und da wäre zum Beispiel die 10. Und hier machen wir wieder diese Summe und die Multiplikation. Also wir multiplizieren jeden Wert, ich kann es auch nochmal aufschreiben, L2 ist die Summe aus L1, Omega 1 plus B und davon die Funktion. Also wir gehen diesen Filter lang, multiplizieren den Wert mal dem hier, den Wert mal dem hier, den Wert mal dem und so weiter und so weiter. Und das machen wir für jede Stelle in diesem Graph. Und klar, wenn wir hier in dieser Diagonale 10 haben und wir multiplizieren immer die 10 miteinander, kriegen wir hier im Endeffekt wieder eine Aktivierung für 300, ungefähr 300. Beziehungsweise eine Summe von ungefähr 300. Anders sieht das hier unten in diesem Bereich aus. Nehmen wir an, wir würden das beispielsweise hier machen, mit diesem Filter, da würden wir diese Ecke mit dem multiplizieren. Die Ecke ist 0, der Wert hier ist wieder 10, also würde da quasi 0 rauskommen. Die Ecke würden wir hiermit multiplizieren, ist auch wieder 0. Den Bereich würden wir damit multiplizieren, jetzt steht zwar hier die 10, aber jetzt steht da die 0, also ist das auch wieder 0. Der einzige Wert, wo wir jetzt hier eine Aktivierung kriegen würden, wäre quasi dieser mittlere Bereich, weil genau hier einmal eine 10 steht und genau da einmal eine 10. Und klar, wir würden jetzt hier wahrscheinlich so eine relativ geringe Aktivierung auf dieser Diagonalen kriegen,
Aber das könnte man zum Beispiel einfach durch den Bias wieder, wenn der Bias hier zum Beispiel negativ wäre, könnte man das quasi durch die Relu-Funktion, die hier drin steht, wäre das im Endeffekt wieder eine Null. Gut, jetzt fragen Sie sich natürlich, warum erzähle ich Ihnen das, warum ist das so wichtig? Und wie kommen wir jetzt eigentlich hier auf diese Kanten? Also ich male ja hier die ganze Zeit diese Filter auf und da sind irgendwelche Kanten drin und die multiplizieren wir irgendwie mit dem Layer davor. Aber wo kommt jetzt eigentlich diese Kante hierher? Jetzt können Sie wieder an die Katze denken, die hat ja auch irgendwie so eine Kante, die reagiert auf so eine Kante. Und tatsächlich ist das der Vorteil von den Convolutional Neural Networks. Diese Filter, das sind unsere Gewichtsmatrizen und die lernt das Netzwerk automatisch. Also wir müssen dem neuronalen Netzwerk, dem Convolutional Layer nicht sagen, ja, reagiere jetzt auf diesen einen Filter, also auf diese eine Kante, sondern wir sagen ihm einfach nur, ja, du hast einen 3 Kreuz 1 Filter in diesem Fall und wie dieser Filter dann aussieht, das macht das neuronale Netz ganz alleine. Jetzt üblicherweise besteht so ein Convolutional Neural Network, also ein Convolution Layer, nicht nur aus einem Filter, sondern aus mehreren Filtern. Und die Aktivierungskarten dieser einzelnen Filter werden aufeinander gestackt. Also wir hatten ja eben, im ersten Beispiel hatten wir diesen Filter. Und wenn wir diesen Filter über diesen Layer drüber falten, also ergibt sich diese Activation Map. Jetzt können wir natürlich noch einen anderen Filter haben, der zum Beispiel so aussieht. Und wenn wir diesen Filter nehmen und die über diese über den ersten Layer drüber falten, würde sich die zweite Aktivierungsmap ergeben. Und wir sehen schon, für den Filter, der reagiert natürlich jetzt auf diese Kante. Das heißt, wir hätten in dem Bereich dann hier die Aktivierung. Und je nach dem Bias, den Sie verwenden, könnte sich auch hier unten eine relativ geringe Aktivierung ergeben. Also man guckt eigentlich nur den Eingang, vergleicht man mit der Ähnlichkeit von diesem Filter. Und da, wo die Ähnlichkeit sehr groß ist, hat man auch eine höhere Aktivierung. Ähnlich so wie das bei der mathematischen Convolution ist, wo man die beiden Funktionen übereinander schiebt, da wo die beiden Funktionen die größte gemeinsame Fläche teilen, ergibt sich die größte Convolution. Und auch ähnlich ist das hier mit den Bildern in den Convolutional Neural Networks. Hat jemand noch eine Frage? Ja, bitte. Also wenn jetzt die Frage war, werden die Werte aus den verschiedenen Aktivierungskarten summiert oder gemittelt? Das ist eine gute Frage, da komme ich gleich zu. Jetzt hatte ich gesagt, dass es mehrere verschiedene Filter gibt und verschiedene Aktivierungskarten und die können die Anzahl der Filter beliebig wählen. Und jetzt sind zum Beispiel irgendwelche anderen Filter dargestellt. Wie gesagt, normalerweise würden Sie diese Kante hier gar nicht erst vorgeben. Sie würden einfach sagen, Sie haben eine Variable mit den Dimensionen 3x3x1 und das quasi 4-mal. Aber wie der Kollege gerade schon erkannt hat, haben Sie jetzt hier in dem Ausgang 4 Dimensionen. Jetzt ist die Frage, ja, was machen wir jetzt damit? Und beziehungsweise wir wollen ja, dass unser Netzwerk nicht nur einen Layer hat, sondern mehrere Layer. Und was man dann jetzt macht, ist, wir ändern dann einfach die Dimension von unserem Filter. Also anstatt einen 3x3x1 Filter zu nehmen, würden wir einen 3x3x4 Filter nehmen. Und hier können wir genau die gleiche mathematische Operation machen, aber das Ergebnis ist schwer interpretierbar. Also jetzt ist schon wieder schwieriger zu sagen, was ist das hier eigentlich? Also wenn Sie eine Ebene haben, dann ist es relativ klar, Sie haben vielleicht Kanten und dieser würde jetzt quasi auf Reaktion von Kanten reagieren. Also wenn der erste Filter hier für die vertikalen Kanten zusammenhängt und der zweite Filter für die horizontalen, da könnte dieser Filter, da würde sich ja hier eine Aktivierung geben und hier eine Aktivierung. Und dieser Filter
könnte dann aus Kombination dieser beiden zum Beispiel ein Kreuz erkennen. Oder aber ein Viereck. Also der nachfolgende Filter, der kann die Informationen aus den vorherigen Filtern zusammenfassen und einfach dadurch steigt die Komplexität. Also Sie können sich vorstellen, erste Ebene Kanten, dann zweite Ebene komplexere, zum Beispiel Geometrien, Kreise, Vierecke und so weiter. Und je tiefer Sie gehen in das neuronale Netzwerk, desto höher steigt die Komplexität von diesen Filtern und desto mehr erkennen die auch. Beziehungsweise desto komplexere Geometrien erkennen die auch. Aber da zeige ich Ihnen gleich noch ein Bild zu. Ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet. Er schüttelt den Kopf. Ja? Ja. Achso, wir können nochmal eine Folie zurückgehen. Also die Frage war, warum dieser graue Bereich hier entstanden ist. Nee, also Sie erhalten für jeden Filter genau eine Activation Map. Und das ist jetzt die Activation Map. Also weiß jemand von dieser Activation Map, zu welchem Filter die gehört? Ja? Der rechts hinten. Genau, rechts unten. Diese Activation Map gehört genau zu diesem Filter. Warum nochmal? Also wir sehen hier diese Kante und hier diese Kante und hier in dem Eingang, also der, wir haben hier eigentlich nur die Ähnlichkeit, wir schieben diesen Filter über den ersten Layer und dann würde sich diese Activation geben. Das könnte jetzt nicht der hier zum Beispiel sein, das kann ja nicht sein, weil dann hätte man hier eine deutlich höhere Aktivierung und dann hier gar nichts. Der steckt irgendwo anders hier drin. Ich kann jetzt nur nicht genau sagen, wo. Gut, es scheint die Frage auf jeden Fall beantwortet zu haben. Hier, weil wir jetzt dreidimensional sind, müssten wir unsere mathematische Funktion nochmal um eine Dimension erweitern. Davor war z einfach 1, beziehungsweise ging nur bis 1. Jetzt wird sie quasi über alle 4 z-Dimensionen gehen. Also wir haben hier wirklich tatsächlich nur eine Multiplikation und Addition und das ist schon das Geheimnis der Convolutional Neural Networks. Das ist das, was die Netzwerke wieder so extrem mächtig macht. Das Ganze funktioniert auch im... Ja, nochmal eine Frage. Ja. Die Frage war im Endeffekt diese Dimension hier unten, ob die immer nur auf, ob die, oder beziehungsweise ob die beiden übereinstimmen müssen. Ja, müssen sie. Aber da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Und die Dimension, wie gesagt, da gibt es mathematische Formeln für, aber diese beiden Werte müssen immer übereinstimmen, weil sie sonst diese, nein, tatsächlich sogar nicht. Es kann auch geringer sein, es kann auch 2 sein. Dann erhalten Sie mehr Activation Maps hier hinten, aber in der Praxis ist es immer gleich. Ja. Wie gesagt, das Ganze, üblicherweise wollen wir Bilder erkennen, wir haben dann ein RGB Layer und das hat dann die Dimension, in diesem Fall 9,3, hat aber hier eine dritte Dimension und in der ersten Multiplikation, beziehungsweise das erste Mal, wenn man das macht, da kann man diese Filter noch interpretieren. Also wir können sagen, die erste Schicht von dem hier ist quasi für die roten Werte verantwortlich, die zweite ist für die blauen und die dritte zum Beispiel für die grünen Werte verantwortlich. Das geht hier dann nicht mehr. Mit höherer Komplexität können Sie diese Filter als Mensch quasi nicht mehr interpretieren. Das geht eigentlich nur an der allerersten Schicht, wenn es dann wirklich noch um Farben geht.
Gut, damit ich jetzt nicht immer diese Pixel zeichnen muss, wechsle ich einfach mal die Darstellung. Und wir konnten uns jetzt Volumenkörper an, ist aber von der Repräsentation eigentlich nichts anderes als das, was Sie vorher gesehen haben. Und auch hier kann man das so darstellen, dass man diesen Filter, der jetzt hier im Inneren dargestellt ist, innerhalb dieses Volumens bewegt. Und für jeden Punkt dieses Volumens erhält man quasi eine Aktivierung. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn man diese Aktivierung verschiebt, erhält man quasi eine Fläche. Und Sie können verschiedene Filter haben, also mehrere Filter. Und für jede Filter erhalten Sie eine neue Activation Map. Und jetzt in dem Beispiel dargestellt mit 7 Filtern, dann würden Sie 7 Activation Maps erhalten. Sie können diese Convolutional Array dann hintereinander legen und da wird es jetzt auch schon wieder ein bisschen interessanter. Jetzt können wir uns nämlich noch einmal die Dimensionen etwas angucken. Wie gesagt, in der Regel haben wir hier einen Convolutional Layer mit zum Beispiel einer Relo-Akzelerierungsfunktion. Dieser Layer besitzt 6 Filter und die Filtergröße ist im Endeffekt in diesem Beispiel 5x5x3. Und wie ich eben schon erwähnt hatte, diese beiden Dimensionen stimmen in der Regel überein, damit diese mathematische Operation möglich ist. Und wie viel Layer erhalten Sie dann, beziehungsweise wo kommt diese 6 her? Das ergibt sich dann aus der Anzahl der Filter im vorherigen Layer. Und das Gleiche gilt dann wieder für das nächste Layer. Also im nächsten Layer wäre die Filtergröße 3x3x6 zum Beispiel. Und wir hätten da 20 Filter und die Anzahl der nächsten Dimensionen wird dann wieder über die Anzahl der Filter bestimmt. Diese Filtergröße an sich, die ist tatsächlich frei wählbar. Die können Sie nicht größer machen als das Bild, weil dann macht diese mathematische Operation keinen Sinn mehr. Aber in der Regel wählt man so 1x1, 2x2, 3x3, nee, 2x2 nicht, meistens ungerade Zahlen, 5x5, 7x7 und so weiter. Jetzt hatte ich schon angesprochen, dass diese Filter in der Komplexität steigen und hier ist mal ein Versuch zu sehen, was in den ersten Schichten so passiert und das sind jetzt diese Filter mal visualisiert, nachdem ein neuronales Netz darauf trainiert wurde und wir sehen hier am Anfang haben wir so Low-Level-Features und da sehen wir zum Beispiel unsere Kanten, aber auch einzelne Farben werden da erkannt und hier, wie gesagt, grün-blau und mit steigender Komplexität werden halt die Filter auch komplexer. Aber hier ist einfach nicht mehr interpretierbar, was da das Netz macht. Also irgendwie schafft es dann daraus zu erkennen. Also hier unten finde ich noch in dem Bereich, könnte man sich vorstellen, dass das vielleicht Zähne sind oder so. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Also für mich sieht das so aus, als würde das hier irgendwie so Zähne erkennen oder hier. Also wenn das darauf trainiert wurde, Hunde zu erkennen, könnte man sich dann vorstellen, ja, wenn das Zähne sieht oder irgendwas anderes, dann ist sie sicher ein Hund. Aber mit steigender Komplexität in diesem neuronalen Netz steigt dann in der Regel auch diese Filterkomplexität, weil auch die Dimensionalität steigt. Und das sollte Sie wieder ein bisschen an die Katze erinnern, wo es auch um simple Zellen an der unteren Ebene geht und dann komplexere Zellen an der etwas höheren Ebene. Hier sehen wir jetzt mal eine Activation Map. Die Activation Maps, die sind ja immer eindimensional, das heißt, wir können sie quasi als Schwarz-Weiß-Bild interpretieren. Und wir sehen hier verschiedene Filter und ich möchte jetzt eigentlich einmal diesen Orangen hier hervorheben. Und wir sehen ja hier in dem Eingangsbild ist hier ein sehr oranger Bereich. Und wenn wir mit diesem orangen Filter hier drüber gehen, dann sehen wir, dass hier die Aktivierung in diesem orangen Bereich relativ hoch ist. Hier sind jetzt nur die Farben vertauscht, hier ist weiß eine hohe Aktivierung, eben was schwarz. Aber wir würden halt erkennen, dass hier dieser Filter anscheinend für die orangen Bereiche in dem Bild verantwortlich ist. Und das werden wir nachher auch in der Übung nochmal ein bisschen genauer betrachten. Was hätten wir hier? Dieser Filter macht anscheinend so eine diagonale Kante. Und da so eine Kante finden wir hier zum Beispiel in dem Bild oder genau hier. Und dann sehen wir, dass hier die Aktivierung dann auch wieder etwas höher ist. Aber diese Activation Maps, die werden wir uns tatsächlich noch ziemlich genau in der Übung angucken und die auch einmal selber visualisieren und auch selber berechnen. Und dann sollte Ihnen das alles ein bisschen klarer nochmal werden. Jetzt hatte ich mir mal angeschaut, gut, wie sieht das jetzt mal für so ein Fahrzeug aus? Und da ist nochmal eine Visualisierung von so einer Activation Map. Nehmen wir an, wir haben hier in unserem Bild so ein
ein Fahrzeug und als unser erstes Feature wäre das quasi dieses, ein Rad dargestellt, einfach nur ein Kreis. Und wenn wir dieses Bild einmal mathematisch hier drüber legen, da würde man ungefähr diese Activation Map kriegen. Das ist jetzt erstmal relativ, das ist das, was tatsächlich auch in so Netzen dann passiert. Und wir sehen hier das Bild, dieses Bild, müssen Sie sich quasi hier unten einmal hindenken. Und wir sehen hier so zwei Peaks. Und das sind genau die Stellen, wo der Filter über diesen beiden Rädern liegt. Natürlich haben wir auch in den anderen Bereichen Aktivierung. Einfach dadurch, dass es da schwarze Bereiche gibt, die ähnlich mit diesen schwarzen Bereichen sind. Und natürlich ergibt sich dadurch die reine Multiplikation auch woanders eine Aktivierung. Aber maximal ist die nur an den Stellen, wo die Bereiche am ähnlichsten sind. Und wie kann man damit jetzt weiter arbeiten? Was man ja macht, ist da die Relu-Funktion hinterher schalten. Und mit der Relu-Funktion kann man dann Sachen quasi, beziehungsweise Bereiche abschneiden, einfach dadurch, dass man den Bias hier anpasst. Und der macht hier quasi so eine Art Schnittebene durch und schneidet diese beiden Zipfel ab, dass wir dann tatsächlich nur noch eine Aktivierung an diesen beiden Stellen kriegen. Das soll Ihnen veranschaulichen, warum die Relu-Funktion so wichtig ist. Also diese Activation, dieser Filter produziert natürlich überall eine Aktivierung, aber über den Relu können wir quasi so eine Schwelle vorgeben, wann wirklich ein Ausgang aus diesem Filter entsteht, beziehungsweise aus dem Layer entsteht, und quasi auch eine Ähnlichkeitsschwelle angeben. Und der Trick dabei ist, also dieses Bias, das wissen Sie auch, den müssen wir nicht selber lernen, das macht das Netz halt auch wieder automatisch und das erlernt sich diese Schwelle einfach alleine. Gut, gibt es noch Fragen zum Convolutional allgemein? Also hat jemand noch nicht verstanden, wie das funktioniert? Ich sehe keine Fragen. Und dann hoffe ich, dass Sie alle dann volle Punktzahl in der Hausaufgabe kriegen. Wir müssen uns auch ein bisschen über die Dimensionen unterhalten. Vielleicht ist einigen von Ihnen schon aufgefallen, dass wenn wir diesen Filter hier innerhalb dieses Volumen... Ja. Nochmal Pause. Dann machen wir noch 5 Minuten Pause. Gut. Gut, wie eben schon angedeutet, wird einigen von Ihnen vielleicht schon aufgefallen sein, dass wenn wir diesen Filter hier innerhalb dieses Volumens verschieben, dass wir dann eigentlich nicht auf 9x9 Dimensionen kommen. Ich weiß nicht, wem das von Ihnen aufgefallen ist, aber da hatte ich Ihnen noch ein, zwei Sachen verschwiegen. Also wir gehen nochmal zurück auf die 2D-Ansicht und schauen uns das an. Also wir bewegen diesen Filter innerhalb dieses Bereiches und wenn wir das in dieser Art und Weise machen würden, immer schrittweise eins weiter, dann würden wir eigentlich nur auf einen 7x7 Ausgang kommen. Also wir würden eigentlich gar nicht 9x9 erhalten, sondern 7x7. Und diese Verringerung der Dimension ist nicht gut für unser neuronales Netz, weil wir quasi Informationen in jedem Schritt verlieren. Und was man sich dem dann bedient, ist etwas, das nennt sich Padding. Also wir umranden unseren Eingang einfach mit Nullen. Und je nach Filtergröße, also Sie sehen schon, wenn Sie einen Filter von 3 haben, dann müssen Sie ein Padding von 1 haben, damit die Dimension am Ende 9x9 bleibt. Und da bei TensorFlow müssen Sie das Padding nicht angeben, aber bei anderen Programmen schon. Ja. Sie können natürlich auch nochmal die gleichen Sachen, Sie würden dann von hier quasi, also die Frage war, ob man das auch anders machen kann als mit Nullen. Könnte man auch machen, wahrscheinlich. Aber man hat auf jeden Fall, man verliert nichts, wenn man es mit Nullen macht. Also das Netz wird dadurch jetzt nicht schlechter und dann bedient man sich einfach den Nullen. Ja. Sie müssen einfach nur schauen, wenn Sie ein Full-HD-Bild haben, ist das wirklich nur ein relativ kleiner Bereich außenrum, behält aber quasi Ihre Dimensionen bei.
Das andere ist die Stride, das ist die sogenannte Schrittweite. Das heißt, Sie müssen nicht immer nur einen Schritt gehen und dann Ihre Convolution berechnen. Sie können das zum Beispiel auch mit zwei Schritten machen. Üblicherweise wird aber nur eine Stride von 1 verwendet. Und das sollten Sie einfach mal gehört haben, damit Sie wissen, wenn Sie das im Programm angeben, was ist das überhaupt. Jetzt sehen wir schon, das ist jetzt nochmal ein Convolution Network und hier ist jetzt kein Padding gewählt und da sehen Sie, dass Ihre Dimensionen in jedem Schritt kleiner werden. Und diese Verkleinerung ist auf jeden Fall nicht gut, weil wenn Sie mehrere Convolution nebeneinander haben, ist das Bild am Ende sehr, sehr klein und Sie verlieren eventuell Informationen und benutzen Sie auf jeden Fall immer Padding, wenn Sie mit Convolution Networks arbeiten. Das Ganze geht auch im Dreidimensionalen, also für ein Bild zum Beispiel, da würde man das quasi dreidimensional, die Nullen darum legen und da würden Sie dann, wie gesagt, die Dimensionen beibehalten. Jetzt hatte ich versprochen, man kann das Ganze auch etwas systematischer machen und das sind im Endeffekt die Formeln, die Sie benötigen, wenn Sie die Dimensionen berechnen wollen und da ist überhaupt nichts Wildes dabei. Das Padding, fangen wir mit dem Padding an, weil es gerade, jetzt spinnt der Stift wieder, ja. Fangen wir mit dem Padding an. Das wählen Sie eigentlich immer so, dass die, in Abhängigkeit von der Filtergröße, dass die Dimensionen gleich bleiben. Also wenn Sie einen Filter von 3 haben, wählen Sie Padding von 1 und so weiter. Und dadurch ergibt sich automatisch, dass Ihr Bild genauso breit wie hoch ist. Und das D2, das hängt im Endeffekt dann nur noch von der Anzahl der Filter ab. Und Sie sehen, D2 ist gleich die Anzahl der Filter. Sollten Sie einmal andere Sachen verwenden, also sollten Sie mal ein anderes Padding oder eine andere Filtergröße haben, dann können Sie Ihre Ausgangsdimension über diese Formel berechnen. Wir können sich selber einmal herleiten, ist nicht zu kompliziert, da verzichte ich jetzt einfach mal drauf, weil ich merke schon, wir sind jetzt gerade schon nicht mehr so gut in der Zeit. Dann einmal ein Beispiel, also wir hatten jetzt hier einen 16x16x3 Eingang, wir haben 20 Filter mit den Dimensionen 5x5x3 und eine Stride von 1, ein Padding von 2, was sind die Ausgangsdimensionen? Das D2, das ergibt sich durch die 20 hier, ich werde nur noch den Laser, das D2 ergibt sich durch die 20 hier. Und das H2 und das W2, man kann es relativ schnell sehen, dadurch, dass die Filtergröße von 5x5 haben und im Padding von 2 bleiben die Dimensionen gleich. Sie können das hier alles einmal einsetzen und dann sehen Sie, D2 ist 20 und wenn Sie die Formel ausrechnen, bleiben die Dimensionen gleich. Was sind die Anzahl der Parameter in diesem Layer? Wir hatten ja gesagt, fully connected haben wir sehr, sehr viele Parameter. In diesem Fall könnten wir wieder die Parameter ausrechnen. Also wir hatten 5x5x3 Gewichte bzw. Werte für den Filter, einen für den Bias, jetzt nehmen wir mal den Bias mit rein, also 76 Parameter pro Filter, wir haben 20 Filter, also 1520 Parameter und davon die Speichergröße einfach mal 4 Byte, 6080 Byte im Endeffekt. Was kann man noch machen mit diesen convolutional Layern? Man kann die parallelisieren und hinterher wieder zusammen stacken. Warum macht man das? Kann sein, dass wenn man zum Beispiel einen 5x5-Filter hat, dann reagiert er auf diese großen Merkmale, aber kann ja sein, dass hier kleine Merkmale noch vorhanden sind, die in späteren Schichten auch irgendwelche Auswirkungen haben. Und was man dann macht, ist ein anderes Layer, zum Beispiel Convolution mit 1x1-Filter zu nehmen und dann andere mit 3x3 und hier zum Beispiel 5x5. Da kann man jetzt noch einen weiteren Layer nachschalten mit 3x3 und hinterher würde man alle diese drei Ergebnisse stacken. Man wird die aufeinanderlegen und die Dimension, die sich hier ergibt, wäre dann quasi diese drei unteren Dimensionen addiert. Das ist etwas, was zum Beispiel in dem Google-Netz gemacht wurde oder dem Microsoft-Netz, was das ImageNet-Wettbewerb gewonnen hat. Dann hier nochmal, wie sieht das Ganze in TensorFlow aus? Einfach mal als Code-Beispiel. Und
Wir haben hier einmal die Convolution-Operation. Und in der Convolution-Operation erwartet ein Inlayer und wieder eine Gewichtstensor. Und Sie wissen ja, dadurch, dass wir das als Variable gestalten, kann TensorFlow das ändern. Und diese Gewichtsvariable, die hängt tatsächlich nicht mehr von der Batch-Size ab. Das ist anders als letztes Mal. Die definieren Sie anders. Die ersten zwei Dimensionen sind quasi die Filtergröße. Sie können unterschiedliche Dimensionen für X und Y angeben. In der Regel wählt man aber die gleichen. Dann wissen Sie ja, dass die Filtergröße von der Dimension des Eingangs abhängt, vom ersten Layer. Und Sie können eine Anzahl an Filter angeben. Und auch hier müssen Sie wieder die Gewichte irgendwie initialisieren. Und der Bias, den Sie hinzuaddieren, der hängt tatsächlich wieder von der Batch-Size ab. Das ist der letzte Layer. Das ist genau der gleiche Bias wie beim Fully im Endeffekt. Und der ist für unser Sterne-Datenset, was quadratisch ist, Bildweite mal die Anzahl der Aktivierungskarten. Also Sie kriegen ja für jeden Filter eine Aktivierungskarte, also ein Count, und in jedem dieser Pixel, den Sie gesehen haben, müssen Sie immer ein Bias hinzuaddieren, und das ist dann im Endeffekt dieser Count. Und hier sehen Sie schon, was ich eben gesagt habe, hier kann man einfach Padding gleich same angeben, und dadurch rechnet sich TensorFlow automatisch das Padding aus, dass die Dimensionen von dem Ausgang gleich groß bleiben. Jetzt kommen wir noch auf was anderes zu sprechen, das ist das sogenannte Pooling. Und bei dem Pooling geht es eigentlich um eine Dimensionsreduktion. Was man macht, ist die Größe des Bildes quasi verkleinern. Also wenn wir ein 20 mal 16 mal 16 reinschicken würden, würden wir hier quasi diese Dimension in diesem Fall halbieren. Und es gibt verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Und die am meisten verwendete ist das sogenannte Max-Pool, wo wir uns in einen Bereich anschauen und da quasi immer den größten Wert rausnehmen. Das wäre quasi der Bereich mit der größten Aktivierung. Also wir könnten sagen, wenn wir vorher ein Convolution Layer hätten und wir würden das Max-Pooling dahinter schalten, dann wüssten wir, irgendwo in diesem Bereich ist diese Aktivierung. Das könnte zum Beispiel das Rad von eben sein. Uns interessiert nicht ganz genau wo, aber wir wissen, in diesem Bild befindet sich irgendwo, oder in diesem Bereich von diesem Bild würde sich irgendwo ein Rad befinden. Und das könnten Sie für alle Zellen machen und da würden Sie hier quasi immer den maximalen Wert suchen und hätten dann quasi ein 2x2 Max-Pooling. Sie können die Schrittweite verändern. Also wie gesagt, eben war die Schrittweite 2. Mit einer Schrittweite von 1 würde man hier zum Beispiel ein 3x3-Bild erhalten. Aber in der Regel wählt man beim Max-Pool immer 2x2 Max-Pool mit einer Schrittweite von 2. Und eine andere Möglichkeit, das Ganze zu machen, ist sogenannt das Average-Pool. Da würde man hier den Mittelwert bilden. Also 1 minus 3 plus 4 plus 2, alles aufaddiert und dann durch die 4 teilen und dann hätten Sie quasi Average Pool und das funktioniert genauso wie das Max Pool, nur dass Sie halt den Mittelwert bilden aus allen 4 Eingängen. Wie gesagt, das Ganze funktioniert auch in 3 Dimensionen, nur dass da diese Dimension hier erhalten bleibt und dass sich die Eingangs- und Ausgangsdimension halbiert, beziehungsweise in Abhängigkeit der Filtergröße und der Stride ändert, aber meistens halbiert sie sich, weil sie einfach Stride 2 wählen und Filtergröße, beziehungsweise Dimension 2. Gut, die Frage ist, warum macht man jetzt das Ganze? Also stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt hier, wie sagen, ein Convolutional Network und Sie haben ja jetzt zum Beispiel das Auto, was ich eben dargestellt hatte, da war ja links ein Rad und rechts war auch ein Rad. Und diese beiden Räder, die waren relativ weit auseinander, vielleicht 300, 400 Pixel. Und wenn jetzt dieser eine Filter dafür verantwortlich ist, zwei Räder zu erkennen, also er würde nicht nur auf ein Rad achten, er würde auf eine nachfolgende Layer, er würde auf zwei Räder achten zum Beispiel, dann müsste der so groß sein wie der Abstand von diesen beiden Rädern, also 300 Pixel ungefähr weit.
Das heißt, wir müssten, um Gemeinsamkeiten in einem Bild, nehmen wir an, ich möchte gucken, ob eine Person zwei Augen hat, dann würde der eine Filter das eine Auge erkennen, der andere Filter das nächste Auge. Und der Filter, der beide erkennt, der müsste ja dann so groß sein wie mein Gesicht. Also ich müsste den von den Pixeldimensionen größer machen. Die Alternative, was man machen kann, um zu verhindern, dass man Gemeinsamkeiten beziehungsweise um Gemeinsamkeiten in größeren Bereichen des Bildes zu erkennen, ohne den Filter größer zu machen, ist das Bild zu kleiner zu machen. Und das ist im Endeffekt das, was das Pooling macht. Also, wenn Sie hier in diesem Bereich, in diesem Convolutional Layer, noch einen 6x6 Filter gebraucht hätten, um, sagen wir mal, hier wäre ein Punkt und da wäre ein Punkt, dann bräuchten Sie einen 6x6 Filter, um diese beiden Punkte quasi zu erkennen. Aber dadurch, dass Sie einen Max-Pool machen, können Sie Ihre Filtergröße auf 3x3 verkleinern. Also Sie sehen, der Filter, der deckt in beiden Bereichen immer noch die gleiche Fläche im Endeffekt ab, die gleiche relative Fläche, aber die Filtergröße an sich ist kleiner geworden. Das heißt, mit Max-Pooling können Sie es schaffen, bei gleichbleibender, beziehungsweise mit kleinen Filtern größere Gemeinsamkeiten in einem Bild festzustellen. Und das ist natürlich interessant, weil Sie wollen ja nicht nur Kanten erkennen, Sie wollen wissen, beim Auto, ja, ist da, sind da, hat das vielleicht Scheinwerfer, hat es Räder, hat es Spiegel und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es hier wieder ein kleines Problem. Jetzt haben wir unser Bild verkleinert, aber wenn wir jetzt wieder unser Ausgangsbild raushaben wollen, müssten wir es eventuell irgendwann wieder größer machen. Was man da machen kann, ist so ein sogenanntes Max-Pool, Unpool. Das erste Mal, wenn man quasi diese Dimension reduziert, würde man speichern, von wo man den größten Wert her hätte. Also in dem Fall wäre das ja hier die 3. Würde man speichern, von wo man den größten Wert her hätte. Mit dem würde man dann weiterrechnen und man könnte dann wieder ein umgekehrtes Unpooling machen. Und dann würde man hier, wo da der größte Wert nehmen, würde man im nächsten Layer dann von hier wieder den Wert reinspeichern und den Rest mit Nullen füllen. Und damit können Sie Ihre Dimension im Endeffekt wieder vergrößern. Es gibt noch so andere Verfahren, mit denen man das machen kann. Das ist aber eins, was man relativ schnell auch implementieren kann. Ist leider nicht direkt in TensorFlow mit dabei, das müsste man quasi per Hand machen. Noch nicht, es soll aber bald kommen. Was ist noch so was, wo man so eine Dimensionsreduktion sieht? Das ist bei den sogenannten Autoencodern. Und die Idee eines Encoders ist es ja, die Annahme ist, es steckt in weniger Informationen so viel drin wie in der gesamten Information. Also nehmen wir an, wir haben ein Bitmap oder eine BMP-Datei und die ist relativ groß, aber Sie können die ja als JPEG speichern, also encodieren. Und in diesem JPEG sind eigentlich fast genauso viele Informationen vorhanden wie in der Bitmap, aber mit deutlich weniger Speicherbedarf. Und das Gleiche sind die sogenannten Autoencoder. Und die trainieren sich dieses Encoding quasi selber an. Was man macht, ist hier in das Netz quasi eine Datenmenge reingeben und diese Datenmenge erst klein machen und hinterher dann wieder groß machen. Und man vergleicht den Input und den Output und die müssen im Endeffekt dann übereinstimmen. Und man sieht schon, dadurch, dass hier so eine Dimensionsreduktion stattfindet, macht das Netzwerk im Endeffekt automatisch so ein Encoding. Weil hier in diesem Teil muss ja genauso viel Information drinstecken wie hier vorne, sonst wird es ja niemals hier auf den Ausgang kommen. Also in diesem Bereich kann man quasi davon ausgehen, dass das Netz sich dann selber erlernt hat, was wirklich entscheidend ist für den Teil, den man encodieren möchte. Und was man dann ganz häufig macht, man lässt den rechten Teil einfach weg und dann hat man seine kodierten Daten. Also man könnte jetzt sowas wie JPEG oder MP3, das sind ja auch alles Codierungsverfahren, da haben sich schlaue Leute Gedanken darüber gemacht. Was aber heutzutage oft auch gemacht wird, ist, dass man solche dann Autoencoder nimmt, dass man sich gar nicht mehr Gedanken macht, wie funktioniert dieses Codierungsverfahren eigentlich, sondern einfach das Netz das selber herausfinden lässt. Und
sehen schon, dass man mit Dimensionsreduktion nicht unbedingt Informationen verliert, sondern man stellt eigentlich die gleichen Informationen nur kompakter dar. Und nichts anderes passiert auch mit dem Max-Pooling. Gut, dann haben wir jetzt erstmal den ersten theoretischen Teil hinter uns. Und jetzt möchte ich Ihnen natürlich einmal zeigen, was kann man mit Convolution Neural Networks einmal machen. Und da habe ich ein paar Videos von Daimler bekommen, schon 2-3 Jahre her tatsächlich, aber die möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Und ich hatte ja eben das erste neuronale Netz, was diesen ImageNet-Wettbewerb gewonnen hat, das hat Daimler mal nachtrainiert. Und sehen Sie was? Sehen Sie nichts? So einen Wetterfrosch programmiert. Und da geht es darum, dem neuronalen Netz wird ein Bild gezeigt und es soll vorhersagen, was für ein Wetter ist es. Also wir sehen jetzt hier, im Endeffekt ist es rainy, und also nicht trocken, es liegt ein bisschen was Schnee vielleicht irgendwo hier an den Seiten. Und hier haben wir noch ein paar andere, gutes Wetter und so weiter, eher schlechtes Wetter wurde vorhergesagt. Und wir gucken uns jetzt das Video einmal live an. Es ist einfach eine Fahrt. Mercedes fährt immer links. Und Sie sehen schon, das neuronale Netz hier unten links ist die Vorhersage von dem Netz. Am Anfang eben war es noch rainy, jetzt geht es schon weiter zu trocken. Und das ist tatsächlich nur das LXNet, also von der Architektur, das LXNet, genau das gleiche, was auch dem ImageNet-Wettbewerb gewonnen hat. Und Sie sehen auch hier schon dry relativ gut. Wie gesagt, wenn Sie das Video zu Ende gucken, irgendwann überholt er auch mal rechts. Jetzt schauen wir mal, kann ich hier spulen? Aber wir sehen schon, das wird eigentlich relativ gut erkannt. Jetzt an der Stelle haben wir noch Sunblinding, das ist relativ interessant natürlich für die Kameras. Und ja, also man sieht, das Netz macht eigentlich schon genau das, was es eigentlich machen sollte. Also hier hätten wir auf jeden Fall schon mal so eine Art Wettervorhersage basierend auf einem Kamerabild. Das nächste Bild, was ich mal gerne an dieser Stelle zeige, das ist 2013 wurde ja die Bertha-Benz-Fahrt nachgefahren mit einem autonomen, im Anführungsstrichen, Fahrzeug. Und hier sehen wir ein Bild, was das Auto damals gesehen hat. Und ein segmentiertes Bild. Und ich möchte, dass Sie sich jetzt einmal vorstellen, wie könnte denn die reale Szene dazu aussehen? Also rot sind die Fußgänger, wir hatten ja hier irgendwelche Fußgänger. Und wir sehen hier über Straße, also anscheinend können wir hier überall fahren. Und hier hinten ist noch ein Fahrzeug. Wenn man sich jetzt die reale Szene anguckt, dann sieht das Ganze so aus. 2013, da gab es schon die Neural Networks, aber das war damals noch ein konventioneller Algorithmus. Und wir sehen, eigentlich hat das Fahrzeug gar nichts erkannt. Also eigentlich war man meilenweit davon entfernt, was Sie als Mensch erkennen würde. Was man hier eigentlich haben möchte, ist, wenn man so eine Szene sieht, dann möchte man ja ungefähr ganz genau wissen, was befindet sich eigentlich in dieser Szene, was gehört, welcher Pixel ist ganz genau was. Und was hat Daimler gemacht? Daimler hat eine Menge Bilder aufgenommen, unsere X-Daten im Endeffekt überall in Deutschland. Und irgendjemand musste da jetzt einmal hingehen und diese Bilder anmalen per Hand. Also haben wir einen Unterauftragnehmer aus Indien genommen und da haben sich dann viele Menschen dort mit beschäftigt und dann wirklich pixelweise Bilder angemalt. Und dieses Datenset, das kann man runterladen, haben wir auch bei uns am Lehrstuhl. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal die Ergebnisse zeigen, was passiert, wenn man dann auf ein Convolution Neural Network verwendet und dann auf einem vernünftigen Datenset trainiert. Das ist auch ein Video von Daimler. Und wir sehen, das ist wirklich das Ergebnis von dem Netz. Das sind jetzt nicht die angemalten Bilder, sondern das, was wirklich das Netz vorhergesagt hat. Und wir sehen, eigentlich erkennen wir so gut wie alles mittlerweile. Zumindest hier für diese Wetterverhältnisse. Also wir erkennen Fahrräder, wir erkennen hier die Autos. Hier hinten ist eine Statue, die wird sogar als Person erkannt. Wir erkennen hinten, also selbst wenn irgendwann nur ein Kopf hinter einem Auto ist, da wird man sogar diesen einen Kopf quasi als Mensch erkennen. Wir erkennen die Straßenschilder und ich glaube, wir alle wissen, also gefühlt würde ich diesem Algorithmus jetzt mehr vertrauen, wenn es autonom fährt, als dem, was wir da vorgesehen haben.
Wir haben jetzt am Lehrstuhl haben wir das Netz bzw. die Daten mal runtergeladen und das trainiert, selber trainiert. Und wir sehen jetzt hier mal ein Fully Connected Netzwerk, was bei uns quasi die besten Trainingsergebnisse erzielt hat während des Trainings. Also das, was wir letztes Mal mit den Sternen gemacht haben, gucken wir uns gerade nur mit diesem Datenset einmal an. Und ich springe mal zurück. Also am Anfang denkt es alles wäre Straße, macht auch Sinn, weil Straße sind die meisten Pixel, die kommt am häufigsten vor. Und wir sehen schon, ja, so richtig schafft es das Fully Connected Netzwerk, das jetzt nicht irgendwas in diesem Bild zu erkennen. Eine andere Architektur, die wir dann ausprobiert haben, ist das VGG-Net. Und Sie sehen schon, das ist eine relativ große Aneinanderreihung von diesen drei D-Volumenkörpern. Und das ist jetzt von den Dimensionen nicht mal groß. Wenn man jetzt das Google-Net anguckt, das hat irgendwie 120 Layer oder sowas, 150 Layer ist jetzt deutlich größer. Und Sie sehen hier wieder Convolution, Poolings und hier wieder diese Unpoolings und am Ende ein Softmax. Und von dem können wir uns auch einmal den Trainingsprozess anschauen. Und wir sehen bei dem Convolution Neural Network genau die gleiche Szene, genau der gleiche Trainingsprozess, ist schon deutlich besser bei der Erkennung. Natürlich ist das jetzt alles nicht perfekt. Also wir haben jetzt hier ein Netz trainiert, genau auf diesen Daten, und wir haben jetzt ideale Ergebnisse erhalten. Und jetzt war die Idee, gut, dann lassen wir es einfach mal bei uns im Auto laufen und gucken mal, was dabei rauskommt. Und vielleicht erkennen Sie es, hier unten ist der Campus hier an der U-Bahn-Station, das ist genau diese bekannte Architektur, hier der Bus. Das ist bei uns der Parkplatz hinten. Und das ist bei uns eine Kamera, die bei uns im Auto verbaut ist. Und wir sehen, wir haben eine Menge Artefakte und genau das, was wir vorher trainiert haben, was gute Ergebnisse auf dem Computer geliefert hat, macht keine gute Ergebnisse mit unserer Kamera. Alternativ, das Galaxy X7, ein Handy, was vielleicht einige von Ihnen mal gehabt haben, ist vielleicht ein bisschen älter, produziert in manchen Ansichten, also hier, das ist sowas, das sieht so aus wie das Datenset, oder das ist auch etwas, das sieht so aus wie das Datenset, relativ gute Ergebnisse. Aber wenn man sich das jetzt hier wieder anguckt, da sind Bilder, die kommen in dem Datenset nicht vor, da hat der Algorithmus wieder Probleme und auch hier gibt es Probleme. Woran liegt das? Also man muss ja sehen, dass dieses Datenset mit genau einer Kamera, genau einem Objektiv und genau einem Sensor aufgenommen worden, der war immer gleich. Und das Netz lernt dann auch die Charakteristik von genau dieser Kamera, von genau diesem Objektiv und von genau diesem Rauschen, was diesem Hintergrundrauschen. Und wenn man jetzt eine andere Kamera daran hält, kann man auf einmal komplett andere Ergebnisse kriegen. Und die Idee ist jetzt, dass man viele verschiedene Datensets nimmt. Wir als Menschen, wir können uns ja ein verzerrtes Bild angucken, in allen möglichen Datensets, wir werden immer ein Fahrzeug erkennen. Und dass man dann viele verschiedene Datensets nimmt und dann darauf unsere Netze trainiert und dann deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Und deswegen hoffen wir eigentlich, dass jetzt in Zukunft immer mehr Datensets mit mehr Kameras und so weiter auf den Markt kommen, mit schlechterem Wetter, widrigen Bedingungen, Regen, Nebel, Schnee und so weiter, um einfach robustere Algorithmen hinzukriegen. Jetzt noch ein anderer Punkt, gibt diesen, wird das Video abgespielt, schauen wir mal, jetzt tut sich wieder nichts. Also es gibt jetzt einen Classifier und dem zeigt man jetzt diese Banane und ja, er ist sich offensichtlich ziemlich sicher, dass er eine Banane sieht. Und wenn man dem Classifier einen Toaster daneben liegt, dann ist er sich immer noch ziemlich sicher, dass er eine Banane sieht. Und jetzt nimmt man hier diesen Adversarial Patch, heißt das. Es ist nichts, was wir als Menschen interpretieren könnten. Aber auf einmal ist sich der Algorithmus sicher, es ist ein Toaster. Obwohl wir eben einen Toaster daneben gelegt hatten und dann war er sich immer noch sicher, es ist eine Banane. Und jetzt legen wir irgendein dubioses Bild dahin und auf einmal ist sich der Algorithmus sicher, es ist ein Toaster. Also man kann diese Algorithmen auch triggern, indem man quasi komische Formen nimmt, auf denen die Activation Maps vielleicht in irgendeiner Art und Weise reagieren und man kann das dann austricksen und so richtig reinblicken kann man in diese Convolution Neural Networks ja nicht. Also man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, dass das, was da im Endeffekt
rauskommt, auch wirklich sicher ist und auch für robust genug, um wirklich im Verkehr eingesetzt zu werden. Man könnte sich ja jetzt vorstellen, man klebt diese Dinger überall an Verkehrszeichen, an andere Autos oder sonst was und dann könnten Hacker, keine Ahnung, relativ viel Spaß mit solchen Sachen haben. Gut, jetzt nochmal als Vergleich. Jetzt habe ich Ihnen vorgestellt, ja, die Algorithmen sind das Allerbeste, was es so gibt. Aber wenn man jetzt sich zwei verschiedene Computer mal anguckt, einmal den Computer, den wir hier oben haben und einmal der IBM Watson, dann hinkt der Watson uns immer noch deutlich hinterher. Und es gibt Studien, 50% unseres Gehirns beschäftigen sich mit Sehen. Wir sind deutlich leistungseffizienter, machen viel mehr Rechenoperationen, in Anführungsstrichen pro Sekunde, und in der Effizienz sind wir einfach um Faktor 10 hoch 6 noch besser als das, was heutzutage auf dem Markt ist. Also es wird noch ein bisschen was dauern, bis wir mit den Algorithmen da sind, wo wir als Mensch über Millionen Jahre Evolution hingekommen sind, aber da werden wir irgendwann vielleicht auch mal sein, zumindest, dass wir eine Straße sicher langfahren können. Gut, ich würde ganz kurz Rücksprache halten. Wir werden von der Zeit durch. Ich hatte noch zwei Themen, aber die Übung wird auch schon was länger. Ich würde sie ganz kurz anreißen. Ich glaube, ich werde sie nicht ganz im Detail erklären können. Dauert nicht lang. Es geht um die Optimizer. Entschuldigen Sie, wenn das jetzt im Endeffekt spät ein bisschen länger dauert, beziehungsweise ein bisschen schneller geht, aber wir wollen noch die Übung machen. Wie Sie ja wissen, der Lennart hat es ja auch schon angesprochen, gibt es verschiedene Optimizer und wir hatten bis jetzt den grundlegendsten Optimizer überhaupt verwendet. Also es geht ja immer darum, wie berechnen wir das nächste Gewicht, also wie machen wir ja, man kann wieder nicht zeichnen. Gut. Wie berechnen wir das nächste Gewicht? Und wir machen den Gradienten und wir haben unsere Lernrate und ziehen die voneinander ab und dann haben wir das nächste Gewicht. Was ist das Problem an der ganzen Geschichte? In so lokalen Minima ist unser Gradient 0 und unser Algorithmus hört auf zu lernen. Und in so Sattelpunkten kann der Gradient auch 0 werden und da würde unser Algorithmus auch nichts mehr tun. Und da wir immer in die Richtung des größten Gradienten gehen, kann es natürlich sein, dass wir hier so einen Zickzack erhalten, zum Beispiel beim Stochastic Gradient Descent. Was man jetzt macht, ist dem ganzen Gradienten so eine Art Geschwindigkeit geben. Man ändert jetzt die Gewichte nicht mehr mit diesem Gradienten, sondern mit dieser Geschwindigkeit. Und in dieser Geschwindigkeit ist wieder rekursiv, da stecken die letzten Gradienten mit drin. Also das V von T plus 1 ist gleich Rho von V von T, das ist so eine Art Reibung. Das heißt, wenn der Gradient 0 wäre, dann würde diese Geschwindigkeit mit jedem Zeitschritt ein bisschen geringer werden. Aber wenn der Gradient irgendeinen Wert hat, wird die Geschwindigkeit natürlich größer. Das heißt, wenn wir in so einem lokalen Sattelpunkt wären, würden wir hier ankommen, dann hätten wir hier immer noch eine Geschwindigkeit und würden es dann quasi über diesen Berg schaffen. Und ähnlich in diesen Sattelpunkt. Im Endeffekt bedeutet das, dass wir dann hier, dadurch, dass wir nicht immer in die Richtung des größten Gradienten gehen, auch so eine Art Mittelwert bilden und es dadurch schaffen, quasi uns näher, schneller unserem Minimum zu nähern, unser lokalen Minimum. Eine andere Idee ist, dass wir, beziehungsweise wenn wir uns diesen Gradienten nochmal, diesen Momentum-Gradienten angucken, dann hätten wir einen Teil, der sich aus der letzten Geschwindigkeit ergibt und dem aktuellen Gradienten und die aktuelle Geschwindigkeit wäre dann ja die neue Richtung, in die wir uns bewegen. Die andere Möglichkeit ist das sogenannte Nesterov plus Momentum. Was man da macht, man geht erstmal in die Richtung der Geschwindigkeit, berechnet an dieser Stelle den Gradienten, also den Gradienten an der Stelle x plus die Geschwindigkeit und die neue Richtung, in die man geht, ist dann der Vektor aus diesen beiden. Also man würde erstmal in die Richtung der Geschwindigkeit gehen, da den Gradienten nochmal berechnen und
diese beiden quasi aufaddieren und dass es dann quasi die neue Rechnung geht. Da ist der Vorteil, dass man einfach schon mal ein bisschen in die Zukunft gucken kann und schaut, was wäre denn, wenn wir in die Richtung gehen, wie würde sich da unser Gradient verhalten. Dann gibt es noch zwei andere, das ist der Adagrad und der RMS-Prop. Beim Adagrad, da haben wir, wie gesagt, wie gesagt, unser W von T minus die Lernrate und den Gradienten, den wir kennen. Und wir haben hier noch einen Faktor für unsere Lernrate, diese Wurzel. Und hier steckt der Gradient im Quadrat mit drin. Das sieht jetzt ein bisschen dubios aus, was bei dem Algorithmus besonders ist, dass wir diese Lernrate für jedes Gewicht einzeln wählen. Also wir nehmen nicht eine Lernrate für alle Gewichte, sondern wir speichern für jedes Gewicht einzeln eine Lernrate. Und diese Lernrate teilen wir durch das Quadrat des Gradienten von diesem Gewicht. Was bedeutet das? Wenn wir einen kleinen Gradienten in einem Gewicht haben und das quasi durch das Quadrat von dem Gradient teilen, dann normieren wir quasi die Änderung. Das heißt, kleine Gewichte werden im Endeffekt genauso viel geändert wie große Gewichte. Also wir normieren die Gewichte bzw. die Lernrate für alle gleich. Also Sie wissen ja, normieren, das ist mal alles auf irgendein Einheitsmaß bringen. Und wenn wir ein Gewicht hätten, das geht nur relativ klein in eine Richtung und der Gradient für ein anderes Gewicht ist relativ groß. Und wir würden die beiden normieren, würden wir die beide, der eine wäre klein, der andere wäre groß, wir würden die beide auf die gleiche Länge stauchen. Und damit ist es dann möglich, dass man dieses Zickzack-Verhalten quasi ausbremst. Was jetzt hier aber schon an dieser Formel eventuell entdeckt haben, ist, wir addieren hier immer nur, also wir haben hier ein Plus und das T plus 1 und das Psi von T, das wird immer nur aufaddiert. Das heißt, dieser Faktor, der hier unten steht, der wird immer größer. Und das bedeutet, dass unsere Gewichte, wir teilen ja durch diesen Faktor, dass unsere Gewichte immer kleiner werden, beziehungsweise die Änderung der Gewichte. Also der Wert hier unten wird immer größer, das heißt, unsere Lernrate wird immer kleiner über die Zeit. Und deswegen gibt es noch eine Erweiterung von diesem Algorithmus, und das ist Ada Delta, wo man nochmal diese beiden Formeln hier mit einem Delta multipliziert. Ist im Endeffekt so ähnlich wie die Geschwindigkeit, die Sie eben gesehen haben, nur für die Änderung der Lernrate. Gut, jetzt kann man die beiden Konzepte kombinieren und das ist der sogenannte Adam-Optimizer. Der vereint das Momentum, was wir von eben gesehen haben, also die Geschwindigkeit, und die Idee, für jedes Gewicht eine eigene Lernrate zu speichern. Und das ist quasi, das können Sie sich, wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, können Sie sich zu Hause einmal in Ruhe angucken. Da es jetzt nicht zur vollen Gänze verstanden haben, es gibt noch, man muss diesen Algorithmus dann noch einmal erweitern, weil ganz zu Beginn diese beiden Werte werden als Null initialisiert und ganz zu Beginn macht der Algorithmus noch nicht das Richtige, das heißt, wir müssen noch mit so einer Decay hier arbeiten, mit dem Delta, also mit dem Hoch T, das ist hoch die Schrittweite, und der Decay, je länger man das Netz trainiert, desto kleiner wird er, und nur am Anfang würde man quasi mit diesen beiden Werten arbeiten. Nichtsdestotrotz, Adam ist quasi der Optimizer zur Zeit, und wenn Sie anfangen, neuronale Netze zu trainieren, benutzen Sie Adam. Die Parameter sind hier schon fest eingestellt, normalerweise mit einem Delta von 0,1, Delta 2 von 0,99 und einem Alpha von 0,01. Gut, das letzte Thema, ganz schnell, es geht noch um Data Formatting. Müssen Ihre Input-Daten beschaffen sein? Nehmen wir an, Ihre Input-Daten würden irgendwie so aussehen, also die würden von 0 bis 3 gehen und von 0 bis 2 in die andere Richtung, dann müsste man die in der Regel erstmal mit dem Mittelwert, den Mittelwert abziehen, dass sie quasi im Nullpunkt liegen und dann nochmal normieren, dass die wirklich gestaucht werden. Also das liegt daran, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei der Relu-Aktivierungsfunktion, wenn Sie irgendwie eine große Zahl reinschicken, sagen wir 1000, dann kommt da 1000 raus und Sie addieren diese Zahlen ja immer weiter aufeinander.
Und irgendwann funktionieren die Optimierer auch nicht mehr mit so großen Zahlen. Und beim Sigmoid wissen Sie, wenn da ein großes X reinkommt, dann haben Sie auch keinen Gradienten mehr. Und deswegen arbeitet man am liebsten mit Zahlen von minus 1 bis 1 oder von 0 bis 1. Und das hat auch Auswirkungen auf Ihren Optimizer, weil Sie im Endeffekt Ihre Loss-Funktion dann auch in diese Richtung stauchen. Gut, die letzten beiden Themen ein bisschen schnell, waren relativ klein. Da würde ich jetzt die Übung vorbereiten und ungefähr 5 Minuten damit anfangen. Danke. Gut, dann würden wir mit dem Programmieren anfangen. Wenn alle, die gehen wollen, dann gehen und der Rest dann ein bisschen zur Ruhe kommen würde, dann wäre das auf jeden Fall angenehmer, hier vorne zu programmieren. Ist die Schriftgröße für alle okay, auch für alle in den hinteren Reihen? Passt das? Kann auch ein bisschen größer, aber dann wird es für mich hier hinten unübersichtlich. Wenn nicht, wäre die andere Alternative, Sie kommen ein Stückchen nach vorne. Das wäre auch möglich. Ich muss tatsächlich eins kleiner, weil sonst wird es einfach für mich gerade ein bisschen zu unübersichtlich. Gut, also Sie kennen das Programm, das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Und da hatten wir ja letzte Woche ein Fully Connected Netzwerk besprochen. Und diese Woche gucken wir mal uns Convolutional Neural Networks an. Und da habe ich ein paar Sachen geändert. Im Endeffekt ist jetzt nur in diesen Image Functions ist das X hat sich geändert. Also letzte Woche hatten wir Batch Size mal einmal Bildweite mal Bildweite mal 3. Jetzt haben wir wirklich diese Dimensionen, wie wir sie auch aus den Vorlesungen, wie wir aus der Convolutional Vorlesung kennen. Also Batch Size mal Bildweite mal 3. Also dreidimensional, wirklich so ein Block. Und auch die Bildweite Y hat sich dementsprechend angepasst, wobei wir hier nur eine 1 haben. Und ich hatte jetzt mal das Fully Layer von letzter Woche, habe ich nochmal hingeschrieben, das werden wir nachher vielleicht brauchen, aber wir werden jetzt einfach mal ein Convolutional Network programmieren und dann gucken, was dabei rauskommt. Fangen wir erstmal an wie letztes Mal. Machen wir uns hier nochmal erstmal, führen wir die ganzen Sachen hier einmal aus, damit wir hier schon irgendwas haben. Unexpected end of file parsing, okay. Rein theoretisch brauchen wir das auch nicht. Letztes Mal gab es ja auch einige Probleme. Gut, notfalls programmieren wir den nochmal neu, wenn wir den nachher brauchen. Oder ich kann einmal ganz kurz das schließen und nochmal neu starten. Vielleicht hilft das. Ich habe natürlich auch schon, notfalls nehmen wir das woanders her. Probieren wir es nochmal. Müsste eigentlich direkt. Hat jemand von Ihnen das schon ausprobiert? Jetzt geht's, warum auch immer. Gut, es funktioniert jetzt. Dann können wir weitermachen. Ich mache das Bild nochmal groß und F11. Gut, wir wissen ja, wir haben irgendwo ein Ausgangslayer und der besteht dann wieder aus unserem ReLU. Und den Bias lassen wir jetzt erstmal weg. Wir wissen, da kommt irgendwo die Convolution mit rein. Und die Funktion dafür ist conf2d. Zweidimensional, weil wir das nur in zwei Dimensionen quasi verschieben. Und da geht wieder irgendein Layer rein. Das wäre jetzt in unserem Fall unser x. Wir haben ein w. Wir müssen dem Ding die Strides geben. Das macht man hier in alle 4 Dimensionen quasi. Und Padding, würden wir sagen, ist same. Gut, das war jetzt eigentlich schon
unser Convolution Layer. Jetzt müssen wir irgendwie noch das W definieren. Und beim W wissen wir, das ist eine TF-Variable. Und die müssen wir irgendwie initialisieren. Und da hatte ich Ihnen gesagt, dass es size mal die Eingangsdimension mal count, mal die Anzahl. Und im ersten Schritt ist das ja die, können wir jetzt sagen, Filtergröße 3. 3 in Dimension beim Bild sind 3. Und wie viele Filter wollen wir haben? Sagen wir 10. Dann wissen wir auch noch, dass wir das als TF Random Normal haben wollen. Und das braucht eine Standardabweichung und da können wir jetzt, ja, das kann ich mir einfach nicht merken. Und man müsste es richtig schreiben. Gut. So, schauen wir mal. Ja, natürlich nicht sofort funktioniert. Das wäre auch mal was gewesen. Was haben wir hier? Ah ja, das Padding ist falsch geschrieben. Scheint es funktionieren. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich schon unser erstes Convolutional Layer programmiert. Können wir mal schauen, ob das Training hier irgendwas macht. Hier ist noch was drin. Ach ja. Hier ist noch ein Fehler drin. Und kann jemand vielleicht, also der steckt in diesem, in dem hier. Weiß jemand vielleicht, woran das liegen könnte? Ja. Ja, das sind die Dimensionen. Ja. Nee, das sind die Dimensionen von dem Filter. Aber was ist denn die Ausgangsdimension von dem Layer? Die Ausgangsdimension von dem Convolutional Layer ist die Anzahl der Filter. Und die Anzahl der Filter ist diese 10. Warum stört mich diese 10? Ich berechne ja daraus mein Y. Und mein Y hat den Wert Batch Size mal Bildweite mal Bildweite mal 1. Das heißt, aufgrund dieser 10 kriege ich 10 Aktivierungskarten hinterher, aber ich brauche ja eigentlich nur eine, ich will ja nur ein Y berechnen. Ja, das ist okay. Schauen wir nochmal. Ja, jetzt funktioniert's. Und das ist das, was unser Netz jetzt quasi berechnen würde. Und wir sehen, wir erhalten jetzt schon irgendwelche Netzwerk-Predictions. Aber wir sind noch ganz weit davon weg, irgendwelche Sterne zu erkennen. Gut, halten wir es nochmal an. Dann würden wir jetzt als nächsten Schritt wieder natürlich Convolutional Layer hintereinander schalten. Und da hatten wir letztes Mal ja schon gesagt, wir würden uns wieder eine Funktion dafür definieren, conv. Die braucht irgendeinen Inlayer, die braucht irgendwelche Eingangsdimensionen, die braucht eine Filtergröße und die braucht eine Anzahl an Filter und wir können dem wie vorher auch noch eine Aktivierungsfunktion geben und einen Namen und so, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. So, und da würde man das ausgeben. Das kann gleich bleiben, hier würden wir unser Size schreiben. Hier würde man die In-Dimensions, die werde ich so machen, dass das wirklich alle drei Dimensionen sind. Deswegen wäre das In-Dimension die zweite Stelle. Und das wäre die Anzahl der Filter, wäre Count. Und Stride können wir 1 lassen. Gut, was ich auch noch hinzufügen möchte, ist unser Bias. Und der ist jetzt von den Dimensionen wieder Batch Size mal Bildweite mal, danke, im Bildweite. Und die letzte Dimension ist die Anzahl der Activation Maps und das ist die Anzahl der Filter im Endeffekt.
Okay. So, hier fehlt noch eine Klammer zu viel. Das passt. Und jetzt können wir eigentlich auch schon unser Netzwerk berechnen. Gut. Layer 1. Convolution. Da geht unser X rein. Unser X hat die Eingangsdimension Bildweite. Bildweite 3. Wir wollen eine Filtergröße von 3 haben und wir wollen jetzt 10 Filter berechnen. Unser Layer 2 ist auch Convolution, da geht Layer 1 rein. Layer 1 hat jetzt die Dimensionen Bildweite, Bildweite 10. So. Da machen wir mal Filter 5, warum nicht? 20. Und machen wir nochmal einen dritten Layer. Convolution. L2, Bildweite. Bildweite. Der hat die Dimension 20. Der vorherige hatte die 5. Da machen wir nochmal einen Dreier und hier nochmal 10. Hier wieder 1, weil wir wollen ja nur ein Ausgangsbild haben. Machen wir hier mal so Epsilon. So. Da haben wir auch noch einen. Da. Ich habe einen Kollegen, der ist sehr gut darin, Rechtschreibfehler zu finden. Ja, und auch zu bestrafen. Leider zu meinem. So, was haben wir da noch? Habe ich da irgendwas kopiert? Ja, ja. Okay, danke. Jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig. So, L2 Convolution. The mention must be equal, but are 3 and 10. 10, 25, 25, 3, 5, 5. Habe ich überhaupt den ersten Layer mal getestet? Ne, ich habe das eigentlich noch nie getestet. Ne? Ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier mache. Machen wir das vielleicht erstmal. Okay, für einen funktioniert es, also muss der Fehler irgendwo anders sein. Da hat er irgendwo einen Fehler. Bildweite, Bildweite 10. W2. Ach ja, kann das hieran liegen? Sie wissen ja, wie das ist. Ein bisschen Debugging gehört einfach dazu. Wenn nicht, ich hätte notfalls noch eine Musterlösung, will eigentlich ungern spicken. Also irgendwas, was ich mal programmiert hatte, aber wahrscheinlich, das sieht eigentlich so aus. Gut, was wir jetzt erst nochmal machen, bevor ich das jetzt hier wieder vergesse, wir machen das hier als Zeros. So. Count passt. Ach, size. Nee, das passt auch. Nee, jetzt habe ich es falsch rumgemacht. Das muss Zeros sein. Das ist schön, weil das ist jetzt gar nicht der komplizierte Teil. Der kommt nämlich gleich noch. Aber wenn jemand von Ihnen den Fehler sieht, dann bin ich. Ja? Ja. Also in Dimensions wird es hier verwendet. Der In-Layer ist hier aber falsch. Danke. Also da war noch das gleiche X drin, was die ganze Zeit schon benutzt wird. Und jetzt funktioniert es. Also Sie haben auf jeden Fall in die richtige Richtung gewiesen. Und gucken wir mal, was jetzt passiert. Erstmal nichts, okay. Das beenden wir dann direkt wieder. Was hier auch noch nicht drin ist, ist unser Bias, den benutzen wir hier noch gar nicht.
So, bias TF0, random normal. End of file. Ja. Okay. Ah ja, okay. Wir sehen auf jeden Fall schon mal was. Okay, wir sehen eigentlich wieder, dass das Netz jetzt diesen Mittelwert berechnet. Da haben wir wieder das gleiche Problem, auch mit den schwarzen Bereichen, dass wir jetzt doch auf jeden Fall wieder eine Funktion brauchen, weil jetzt kriegen wir wieder Aktivierung Größe 1 und damit kann der Convolution Layer nicht umgehen. Also machen wir das gleiche wie letztes Mal. Und sagen wir einfach pauschal Sigmoid, passt auch meinetwegen. Und dann müssen wir unserem letzten Layer halt wieder sagen, dass es Sigmoid ist irgendwas anderes. Kennt er nicht jetzt Invalid Syntax? Wir fangen gleich. Wie bitte? Passt. Gut, Sigmoid jetzt am Ende. Die anderen können Function gleich Relu, das ist automatisch Relu. Wir könnten natürlich jetzt im TensorBoard nachgucken, was da vor sich geht, aber wir können jetzt auch einfach mal sagen, es soll sicherheitshalber Relu sein. Müssen wir hier nochmal beenden. Ah ja, immerhin. Gut. Vielleicht sehen Sie schon, wenn Sie den Bias als 0 initialisieren, kann es natürlich auch zu Fehlern kommen. Aber wir können uns jetzt auf jeden Fall mal anschauen, was unser Netz vorhersagen würde. Und ja, wir sehen schon, jetzt in den ersten Schichten würde man schon anfangen, hier langsam so Sterne zu erkennen. Wenn Sie das bei sich zu Hause probieren, wissen Sie, das dauert alles normalerweise ein bisschen länger. Ich kann gar nicht so schnell scrollen zurzeit. Aber ja, wir kommen irgendwo dahin, dass man jetzt sagt, das Netz, das macht irgendwas. Also es macht auch irgendwie das, was es soll. Es soll ja diese Sterne erkennen. Und ich füge jetzt hier unten nochmal die richtigen Bilder ein. Das ist das, was es hätte erkennen sollen. Und wir sehen, wir erkennen hier die 3, da die beiden. Und eigentlich funktioniert das Ganze schon ganz gut. Und erstaunlich schnell, also auf jeden Fall deutlich besser als die Fully Connected. Und da kriegen wir eigentlich relativ schnell gute Ergebnisse. Jetzt ist die Übung, ich könnte sagen, ja, das ist jetzt schon vorbei. Wir haben jetzt ein Convolutional Network programmiert, aber das wäre ja ein bisschen langweilig. Deswegen möchte ich mit Ihnen noch was anderes machen. Ich möchte, dass wir jetzt wirklich mal in die Gewichte reinschauen und in die Activation Maps. Also ich möchte jetzt gucken, wie ändern sich die Gewichte und wie sehen eigentlich diese Activation Maps aus, von denen ich die ganze Zeit erzählt habe. Und deswegen werden wir jetzt unser Netzwerk ein bisschen ändern. Und zwar möchte ich nur noch ein Convolutional Network haben und danach ein Fully Connected. Und ich möchte nur noch drei Filter verwenden. Und wie gesagt, als erste Schicht nehmen wir ein Convolutional und als nächste Schicht wollen wir ein Fully haben, wo dieses X quasi reingeht. Und das soll, wie viel geben wir dem? Das soll die Bildgröße beibehalten. Genau, also muss das in Dimensions sind ja dann, Batch Size.
wie hatte ich in Dimensions definiert? Das war genau Batch Size mal Bildweite mal 3. Die Out-Dimensions sollen das gleiche sein, nur mit 1. Und was steht hier noch drin? Das Ding soll irgendeinen Namen haben, okay, meinetwegen. Und das kann Relu bleiben. Nee, das soll Sigmoid sein tatsächlich, weil das wird die letzte Funktion. Ach, ist automatisch Sigmoid. Okay, dann ist es auch egal. Gut, jetzt können wir hier nicht direkt unser L1 reingeben, weil das L1, das ist dreidimensional. Das ist ja so ein Volumen, aber das Fully, das erwartet hier quasi einen Vektor. Das heißt, wir müssen das L1 noch reshapen. Dann machen wir hier so einen Zwischenwert. 1 nenne ich den jetzt mal. TF reshape. Was wollen wir reshapen? Wir wollen L1 reshapen und zwar in die Dimension Batch Size 1 Bildweite und zwar genau das hier. Ist das da richtig? Nee, ich glaube nicht. So. Und das Bild ist ja wieder, auch wieder dreidimensional, das heißt, das, was aus dem Fully rauskommt, müssen wir dann auch wieder reshapen. Und zwar in die Dimensionen von dem Bild. Und zwar, das ist Batch Size, Bildweite 1. Und hier muss das eine 1 sein und das muss weg. Glaube ich. Sehen wir gleich. Nein, noch nicht. Natürlich nicht. Gucken wir einmal, was hier so steht. Network Conf 2D, was habe ich da geschrieben? Ja, das da brauchen wir nicht. Das können wir nämlich direkt weglassen. Das ist unser. Entschuldigung. Das ist unser Y. Okay. Gut, jetzt sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, wie zu erwarten. Wir haben jetzt einen Convolutional Layer und einen Fully Connected dahinter gehangen und wir können das hier mal so ein bisschen rechnen lassen und dann fällt das Ganze wieder zusammen. Und wenn wir ein bisschen warten, dann, ich weiß schon, weil ich habe das schon gemacht, hier irgendwann, man erkennt langsam so Ansätze von Sternen. Irgendwann bricht er dann durch und dann hat das. Sehen Sie, also hier kommt schon der erste schwarze Fleck langsam raus. Und jetzt hat er so langsam und von da an können wir eigentlich sagen, ja, jetzt hat er quasi schon seine Sterne erkannt und alles ist in Ordnung. Aber ich hatte ja versprochen, dass wir uns die Gewichte und die Activation Maps angucken. Gut, die Activation Maps, wo stecken die im Endeffekt drin? Das ist ja das, was aus so einem Convolutional Network rauskommt. Da kommt ja unser großer Würfel raus und dieser Würfel, den müssen wir für jede Aktivierungskarte quasi in kleine Scheiben, in einzelne Bilder schneiden. Also dieses L1, was hier rauskommt, das hat ja die Dimension Batch Size Bildweite mal der Anzahl der Filter und die Anzahl der Filter ist im Endeffekt 3. Wie kommen wir jetzt an dieses L1 ran? Das machen wir hier unten in unserem Training und zwar können wir hier der TensorFlow Session sagen, was er alles ausrechnen soll und wir können jetzt einfach sagen, ja, rechne doch mal wirklich konkret für uns das L1 aus und dann müssen wir das irgendwo reinspeichern, dann speichern wir jetzt einfach mal den Wert L1 Data. Und dann müssten wir jetzt irgendwie, will ich diese Daten ja visualisieren, aber ich habe gesagt, die sind jetzt gestackt und ich will eigentlich nur einzelne Bilder haben und deswegen würden wir an der Stelle müssten wir diesen dreidimensionalen Block in einzelne Bilder teilen. Und wie machen wir das? Machen wir über die, ich glaube, das ist die Split-Funktion, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sicherheitshalber. Genau, über die Split-Funktion.
Und wir können sagen, wie viele Teile wir da splitten wollen und entlang welcher Achse. Gut, was bedeutet diese Achse? Ich hätte eben hier oben die Dimension einmal aufgemalt. So. Und die Achse gibt im Endeffekt an, wir könnten natürlich, wir haben Batch Size 10, also wenn ich jetzt sage, ich könnte das in 10 entlang der Achse 0 teilen, dann würde ich die einzelnen 10 Batches kriegen. Aber ich will das anhand der dritten Achse, also anhand dieser 3 hier, teilen, weil das ja unsere 3 Layer sind, die hintereinander gesteckt sind, und ich möchte das in 3 Teile haben. Gut, und dann können wir darüber iterieren und im Endeffekt uns genau das anzeigen lassen. Das kennt er nicht, beziehungsweise hier der da, das muss Data sein. Gut, jetzt erhalten wir 3 Activation Maps, das sind die 3, die Sie hier sehen. Und hier unten die Netzwerkprädiktion. Und die Activation Maps bringen uns jetzt eigentlich relativ wenig, weil wir haben ja nicht die zugehörigen Filter dazu. Also wir wissen ja gar nicht, wie sieht dieser Filter aus. Wir könnten jetzt erraten, auf Basis dieser Activation Maps, wir wissen ja, worauf er reagieren könnte, und wir können ja mal wissen, ja, das dauert hier ein bisschen, aber hier, okay, jetzt sehen wir diese Activation Map zum Beispiel. Die scheint auf die Farben blau zu reagieren. Also er erkennt gar nicht Sterne an sich. Wenn man so sieht, ist es eigentlich nur ein besserer Farbfilter. Und man sieht hier in dieser Aktivierung, wir würden jetzt nicht den roten Stern erkennen, aber die blauen. Mit dem gelben hat er auch Probleme. Hier diese grünen sind okay, der pinke hier ist wieder daneben. Hier die gelben sind auch alle. Also diese Activation Map, die ist dann wirklich nur für die blauen Sterne anscheinend verantwortlich. Können wir ein bisschen weiter gucken. Hier sehen wir schon ein Problem. Hier ist so die Activation. Die Bilder müssen zwischen 0 und 1 liegen, aber die Aktivierung kann größer 1 sein. Und wenn es größer 1 ist, dann werden die Bilder einfach schwarz. Deswegen machen wir noch einen kleinen Trick. Wir teilen diesen Wert durch NumPy Max Data, ist es, glaube ich, oder AMAX. AMAX. Genau. Und das normiert quasi, das staucht unsere Daten immer zwischen 0 und 1. Gut, jetzt haben wir einerseits die Activation Maps uns mal angeschaut. Und jetzt hatte ich Ihnen versprochen, dass wir uns noch die Gewichte anschauen. Und die Gewichte stecken ja hier irgendwie in dieser Funktion drin. Das ist ja unser W, aber wir müssen die irgendwie da rauskriegen und deswegen returnen wir die jetzt hier einmal mit. Und dann können wir hier an der Stelle sagen, unsere W1 sind da. Jetzt müssen wir das einmal noch neu ausführen. Jetzt haben wir Zugang zu unserem W1 und das können wir jetzt mit ausrechnen lassen. Ja, wir wollen jetzt hier die konkreten Daten haben und das würden wir dann W1 Data speichern. Und jetzt hätten wir quasi unsere W1-Daten. Gut, die Daten, die da rauskommen, was ist das W1-Data? Was für ein Format hat das jetzt im Endeffekt? Das hat ja die Größe Size, mal die Dimension 3, mal die Anzahl der Filter. Und wir wollen ja jeden einzelnen Filter separat darstellen, also müssen wir auch das wieder anhand der dritten Achse teilen. Nur würden wir das jetzt quasi mit der W1 Data machen. Und jetzt iterieren wir über die Daten, aber wir wollen wir müssen ja auch irgendwie über unsere W1 Data iterieren, C++. Also würden wir hier i gleich i plus 1 noch sagen. Und
Dann, ich glaube, wir können hier trotzdem die Gray-Funktion nehmen, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. W1Data. Stelle I. Ich hoffe, es ist allen klar, warum wir hier das I brauchen. Also in dieser Loop wird automatisch über das L1Data iteriert. Wir wollen aber das zugehörige W zu dem Activation Map haben, deswegen müssen wir das da künstlich erhöhen. Invalid Syntax, nein, 28 int I gleich 0. Ja, wie gesagt, C++, nur I gleich 0. So. I gleich I plus 1. Nee, können wir nicht benutzen, deswegen schaue ich tatsächlich nochmal, ach ja, ich hatte eine eigene Funktion dafür geschrieben, ich erinnere mich. Und da würden wir das nochmal reinpacken müssen. Die man auch richtig schreiben muss. Oder auch nicht, gucken wir nochmal. Missing unrequired, ah ja, die Size braucht er noch. Der muss ja natürlich wissen, wie groß der Filter ist. Wie groß hatten wir den gemacht? 3. Okay, an der Stelle würde ich den einmal auf 5 setzen und hier die Size noch auf 5 erhöhen. Gut, jetzt sehen wir unseren Filter dazu. Also das, was ich eben erzählt habe, was über dieses Bild drüber geslidet wird und jeweils die zugehörige Activation Map. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Also wie gesagt, dieser Filter hatte ich ja schon angekündigt, den geben wir dem Netz nicht, beziehungsweise wird variabel initialisiert. Und wenn wir hier jetzt so ein bisschen trainieren lassen, dann tut sich an dem Filter noch nichts, aber wir sehen hier auch in der Network Prediction, das sagt uns eigentlich auch noch gar nicht wirklich was voraus. Also da sind wir auch noch, hier sehen wir so leichte Aktivierung vielleicht. Das Netzwerk schafft es aber immer noch nicht, irgendwas Vernünftiges zu produzieren. Das ist halt leider auch jedes Mal anders, wenn Sie das machen, einfach dadurch, dass die Gewichte anders initialisiert werden. Aber ich kann schon mal den theoretischen Hintergrund erläutern und den nochmal rechnen lassen und dann schauen wir uns nochmal an, was passiert. Also den theoretischen Hintergrund für den nächsten Schritt meine ich. Wir haben die Gewichte ja als normal verteilt initialisiert. Und um den Mittelwert 0. Das heißt, wir haben einen negativen Teil der Gewichte, ein paar der Gewichte sind auf der negativen Seite und ein paar der Gewichte sind positiv. Und jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, dass man diese Gewichte grafisch darstellen kann. Und das kann man eigentlich auch ganz gut machen von Werte für positive Werte. Aber was ist eigentlich mit den negativen Werten der Gewichte? Wie kann man die interpretieren? Beziehungsweise sind die jetzt hier überhaupt schon mit drin, in diesen Bildern, die hier ausgegeben werden? Ja, das Netz, das schafft es auf jeden Fall noch nichts zu lernen. Da tut sich gar nichts. Okay, mal schauen, ob das überhaupt was wird mit dem, was ich Ihnen zeigen möchte, aber... Was machen wir mit dem negativen Teil der Gewichte? Und ich hatte ja Ihnen gesagt, dass die Activation Map quasi bei einer starken Aktivierung, die quasi auch steigt, dann steigt die Activation Maps. Das ist aber nur für positive Werte der Gewichte so. Und für die negativen Werte der Gewichte kann man quasi auch eine Bestrafung hinzufügen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben genau diese Diagonale, die Sie gesehen haben, aber nicht mit positiven Gewichten, sondern mit negativen Gewichten. Und genau für diese Diagonale würden Sie dann die Aktivierung ja verringern. Das heißt, Sie würden das Vorkommen dieser Diagonale in Ihrer Aktivierung bestrafen im Endeffekt.
Und das, was wir hier jetzt machen, so wie die Gewichte gerade initialisiert sind, ist es ja als TF-Random-Normal, als Normalverteilung initialisiert. Und das, was wir jetzt hier visualisieren, das sind nur die Gewichte von 0 bis 1 und auch nicht in irgendeiner Ordnung. Das heißt, wir müssen die Gewichte eigentlich noch so sortieren, dass wir einerseits uns anschauen, was wird eigentlich von dem neuronalen Netz belohnt, beziehungsweise an dieser Stelle macht eine hohe Aktivierung und was macht an dieser Stelle verringert die Aktivierung. Und erst dann kann man eigentlich wirklich anfangen, diese Activation Maps richtig zu interpretieren. Das heißt, diese Way 1 Data, die wir jetzt hier haben, würde ich ganz gerne noch in einen positiven Teil aufteilen und einen negativen Teil. Und das geht über die Clip-Funktion. Und wir können da, soweit ich weiß, ja, da müssen wir erst noch eine andere Sache machen. Wir müssen erstmal W1 Data als NumPy Array zusammenfassen, weil die Funktionen gelten nur für NumPy Arrays. Und das Ganze machen wir dann hier drin. Und darauf können wir dann die Funktion im Endeffekt anwenden, weil die NumPy Array verfügt dann hierüber. Beziehungsweise das ist jetzt der positive Teil und das ist der negative Teil. Und auch hier müssen wir wieder durch den größten Wert teilen. Einfach damit wir die Normierung hinkriegen. Die Werte sind ja negativ, aber wenn wir durch das Minimum durchteilen, dann ist das auch normiert. So. Und jetzt erhalten wir zwei Filter, einen positiven und einen negativen. Und der positive, das, was wirklich von dem Netz belohnt wird, sehen wir links. Und das, was von dem neuronalen Netz bestraft wird, sehen wir rechts. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen, weil hier noch einen Fehler. Array 2 reshape. Das erste Mal hat es ja funktioniert. Also die erste Aktivierung läuft, die zweite läuft noch nicht. Das heißt, im Endeffekt, ach ja, ich arbeite hier die ganze Zeit mit W1 Data. W1 Data 2 muss das heißen. Weil sonst ändere ich ja das W1 Data, was hier oben drin ist, und dann ist er verwirrt. Ist hier nicht verwirrt, aber ich ändere einfach die Variable und dann passt es nicht mehr. So. Gut, und jetzt sehen Sie, dass die Gewichte zufällig in erster initialisiert wurden. Ich habe denen gar nichts gesagt. Und jetzt können wir mal beobachten, was mit denen passiert. Falls diesmal überhaupt was passiert, ich sehe es gerade wieder ein bisschen schwer. Mal schauen, dieses Netz, was ich da das erste Mal, beziehungsweise letzte Woche mal Probe trainiert hatte, was genau das für Parameter hatte. Das waren auch 5 Filter und die Lernrate war auch 0,01. Schauen wir weiter. Da tut sich noch nichts. Die Sache ist, dass unser Netzwerk gerade auch komplett
Müll macht noch, sorry, aber da stimmt, könnte sein, dass hier noch irgendwas noch nicht stimmt. Ich beende das hier nochmal. Kann sein, dass, nee, sollte eigentlich auch nicht. So, restart and run all. Sie wissen ja, wenn Sie nicht wissen, was Sie machen sollen, einfach mal neu starten. Kann sein, dass irgendwo in der Definition hier oben, in der Netzdefinition noch irgendwas, beziehungsweise in der Kostendefinition noch irgendwas schiefgelaufen ist. Die Kosten werden hier aber schon minimiert, ja. Ah ja, jetzt sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus. Wir sehen, die Network Prediction ist nicht mehr dieses graue, komische Rauschen, was ich gesehen habe. Und jetzt kann ich Ihnen auch eigentlich zeigen, was ich Ihnen zeigen wollte. Also, wir hatten die Gewichte zufällig initialisiert und beziehungsweise die Filter und das Netzwerk, das trainiert jetzt und passt die Filter so an, wie es denkt, dass es sinnvoll wäre. Und hier haben wir noch keine Sterne, immer noch keine Sterne, immer noch nichts. Hier sehen wir vielleicht schon die ersten Sterne, ja, auch noch nichts. Aber einige von Ihnen, achten Sie mal auf die Filter, wie sich die Farben vielleicht ändern. Also hier sehen Sie auch das, was ich eben gemeint habe mit der Bestrafung. Sie sehen ein paar sehr helle Bereiche mit sehr hoher Aktivierung. Dann sehen Sie so ein paar, das ist grau, aber Sie sehen hier auch schwarze Bereiche. Also da wird wirklich dann quasi bestraft. Jetzt gucken wir mal weiter. Also anscheinend lernt das, irgendwelche Farben zu erkennen. Also dieser Filter, der wird langsam grün, der wird langsam blau, der wird blau und grün. Also es ist auch irgendwie immer komplementär. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, eine Farbe fehlt noch, das ist das Rot und das ist das, was hier sich im Endeffekt ergeben wird. Sie können dieses Netz, ich habe es schon ein paar Mal trainieren lassen, es kommen immer diese Farben dabei raus. Es wird immer diese Kombination aus Grün-Blau, Blau-Grün und irgendwas mit Rot trainiert werden. Das Rot, das mag er noch nicht so gerne, das sieht man hier auch in der Network Prediction, mit den Roten hat er eventuell noch ein bisschen Probleme. Aber Sie sehen schon, irgendwie probiert es das Netz automatisch, diese drei Farben, die wir haben, mit denen irgendwas maximal anfangen zu können. Und das geht natürlich, wenn wir die einerseits komplementär betrachten, also gegensätzlich, einmal wir bestrafen die eine und belohnen die andere, und wenn wir alle drei getrennt betrachten. Wir gucken uns jetzt so gar nicht Kanten und so weiter an, das macht dieser Algorithmus einfach noch nicht. Da bräuchten wir jetzt andere Algorithmen für, beziehungsweise eine andere Kostenfunktion, aber Sie sehen schon, dieser eine wird hier immer weiter rot und ich springe jetzt mal hier irgendwo ans Ende und da sehen Sie schon, ist das rot, dann hat er sich irgendwann antrainiert. Ganz am Ende haben wir dann tatsächlich fast diese vollen Farben, die wir RGB, die wir quasi auch sehen würden und die Ergebnisse von dem Netz sind dann eigentlich schon relativ brauchbar, auch wenn wir jetzt ein Fully Connected noch am Ende haben, was totaler Quatsch ist, aber wir können uns jetzt hier nochmal, ich breche das jetzt hier einmal ganz kurz ab, und wir können uns jetzt hier nochmal die Originalbilder anschauen. Und jetzt zum Beispiel bei den Blauen hier würden wir ja erwarten, dass die Blauen überall eine hohe Aktivierung erzeugen würden. Das heißt, wenn hier das Bild blau ist, erwarten wir hier hohe Aktivierung in den blauen Bereichen. Und genau das sehen wir hier auch. Also wir haben hier einen blauen Stern, hier ist eine hohe Aktivierung. Wir haben hier unten einen blauen Stern, hier ist eine hohe Aktivierung, wir haben hier einen blauen Stern und dann da. Der nächste Layer, das Grün, das spielt hier überhaupt gar keine Rolle, das ist nur negativ, das ist hier, bei dem Stern sieht man es ein bisschen vielleicht, das ist hier grün, ist hier extrem schwarz, also nicht extrem schwarz, schwärzer schwarz geht nicht, aber ist auf jeden Fall dunkler als der Bereich außenrum. Gucken wir uns jetzt einmal den roten an, dann hier in dem Gelb, da steckt Rot mit drin. Der rote Stern ist hier rot, der rote Stern, beziehungsweise weiß, der rote Stern ist hier weiß. Pink ist auch irgendwie rot, klar, wird hier auch erkannt. Und hier die gelben sind dann natürlich auch wieder irgendwie mit drin. Also Sie sehen, diese Activation Maps, die
gibt man dem Netzwerk nicht vor und ich kann auch nicht beeinflussen, wie die aussehen. Das macht der Algorithmus von alleine. Und ich würde Ihnen empfehlen, das einfach mal zu Hause nachzuprogrammieren, das auf Ihrem Rechner sich mal anzuschauen. Ja, kommen bei Ihnen wirklich genau die gleichen aus. Wenn ich jetzt hier die, was passiert, wenn ich hier die Zahl höher stelle, wenn ich nicht nur mit 3 Filtern arbeite, sondern mit 10, dann kann es natürlich sein, dass er sich wirklich auf die Farben spezialisiert. Dann kann es sein, dass er genau das Gelb lernt, genau das Pink, was er da sieht und so weiter, dann würden Sie natürlich noch bessere Ergebnisse kriegen. Aber probieren Sie das aus und wie gesagt, die Sachen dafür sind hochgeladen. Das, was ich jetzt gerade programmiert habe, das werde ich für Anfang nächsten Jahres dann zur nächsten Vorlesung hochladen. Und ach ja, was ich diesmal auf jeden Fall nicht vergessen darf, bitte evaluieren Sie die Vorlesung und die Übung. Der Code ist, beziehungsweise der Link ist in dem Jupyter Notebook zu finden. Das ist wirklich extrem wichtig für uns. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.